White Russians, dein persönlicher Beitrag zur globalen Erwärmung. Letzte Folge wollte man dann die Kisten von einem Typen abholen. Ich habe den Namen schon vergessen, der spielt doch keine Rolle, denn der Typ ist ja mittlerweile tot. Weil er Billy abstechen wollte und Jojo ihn halt wegschnetzeln musste. Danach wollte man sich ursprünglich um Billy kümmern, allerdings hatte Jojo die Möglichkeit, Antworten auf dringende Fragen zu finden, fand sie nicht. Dafür habe ich ihr vielleicht kurz den freien Willen genommen und sie ist auf Billy losgegangen. Im Nachhinein, naja gut, nicht eine der besten Sachen bisher, so von mir, aber ich werde mich dafür jetzt gar nicht mehr rechtfertigen, denn es verhielt sich auch so, dass Flumi persönlich bei mir dann kurz nach der Aufnahme vorbeikam und mir mit ihrem Joystick, das ist der Name ihres Knüppels, also sie kam vorbei und machte mir unterstützt, kommunizierend quasi klar, wie sie das so fand. Und dementsprechend ist Jojo jetzt auch drauf. Das ist also eine frohe Botschaft für alle, die finden, dass Jojo viel zu viel macht und viel zu aufgedreht ist und nervt. Das ist jetzt die folgenden Folgen nicht so. Die ist da ganz anders, das ist doch schön. Ich habe da auch gleich eine schlechte Nachricht. Irgendwann in kurzer Zeit, ein paar Wochen, wird sie leider wieder auf dem Damm sein. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich habe getan, was ich konnte. So, Recap habe ich noch gar nicht fertig gemacht, ne? Also man hat dann Billy doch verarztet, nachdem Jojo wieder irgendwann zurechtkam, hat den Scheiß eingeladen und Billy zur Olga gebracht, Notoperation und alles drum und dran, was halt so dazu gehört. Aber man kann ja auch ohne Milz gut leben, auch wenn wir immer Niere sagen. Aber auch mit einer Niere kann man leben, nur nicht so gut. Das ist aber jetzt auch egal. Was noch wichtig ist, ich hatte leider an dem Spielabend jetzt, also in den kommenden zwei Folgen, einen Haufen Lags. Ich habe versucht, das bestmöglich rauszuschneiden, das ging nicht immer, war wirklich ganz großartig und ich hoffe, dass jetzt mein Internet besser wird. Ich habe da hier leider Wasserspritzpistolen an die Internetmafia hier verkauft und das fanden die nicht so cool, die wollten halt echte Knarren. Deswegen, naja, es ist halt jetzt hier ein bisschen schlecht. Trotzdem viel Spaß. In den Folgetagen nach der Aktion, nachdem Jojos Erinnerungen auch dann wieder so stückweise zurückkehren, setzen wir ein am 24.2. Moment, ich muss das Dokument aufmachen. Nein, warte, am 26.2. Okay, dann war mein Mondfest schon. Ja, dein Mondfest war auf jeden Fall schon. Möchtest du diesbezüglich noch irgendetwas anmerken? Nö, ich hatte das ja beim letzten Mal schon gesagt, dass Mahina tatsächlich in dem Tageskrämer ihre Stunden arbeiten wird, wie sie halt soll. Und ansonsten aber die Zeit eher bei Sibylle verbringen wird, bis auf den Abend oder beziehungsweise die Nacht vom 22. auf den 23. Da wird sie beim Zirkel sein und wird Neumondfest feiern. Es war, wie solche großen rituellen Feste sind, eine spirituelle Erleuchtung. Zumal es das erste Neumondfest ist, bei dem ich tatsächlich auch in Moskau wohne und ich extra anreisen musste. Ich bin gerade. Wir müssen das weder ausspielen noch weiter irgendwie, aber ich wollte zumindest nur anmerken, ich habe dran gedacht. Selbstverständlich. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, da gibt es bestimmt Musik und Tanz und weiß ich nicht, Druiden ist doch bestimmt irgendwas und irgendwelche rituellen Opfer. Und unter freiem Himmel. Ich habe schon überlegt, ob es. Es ist zu kalt dafür. Ob es in Moskau entweder irgendwelche alte Burgruinen gibt oder irgendwo einen größeren Park oder einen Wald oder irgendwas mit Natur, mit freiem Himmel drüber. Das ist nicht ganz einfach, da muss man aus Moskau raus. Aber für diesen Anlass wird der Zirkel sich auch definitiv irgendwie, ja, das ist ja auch eine große Karre, wird sich da auch Übernachtungsmöglichkeiten in der freien Natur geschaffen haben an einem Punkt, wo es halt möglich ist, weil man da nicht irgendwie von irgendwas angefallen wird oder was weiß ich, wo auch ein bisschen Natur noch eher Natur ist als sonst und dann werden Zelte aufgeschlagen, Lagerfeuer entfacht, für nackt ist es wirklich definitiv viel zu kalt. Ja, üblichst eingemummelt und dann für das letzte finale Ritual zum einmal ums Feuer tanzen werden. Dann die Capes abgeschmissen, da ist man so berauscht, da kriegt man es nicht mehr mit. Ich werde sehr gut ein. Dann werden wir da einen festen Ritualplatz außerhalb von Moskau haben, okay? Der wird seltener benutzt, aber ist für solche Gelegenheiten auf jeden Fall gut geeignet. 14 Mal im Jahr. Tja. Du wolltest was einwerfen, Düsse. Pelze halten warm. Siehst du, und deswegen sind Druiden nicht rasiert. 26.02. hat man gesagt, gell?
Hat man gesagt. Und ja, die Druiden werden jeder in einem 8000-Nuyen-Pelz dort erscheinen im modischsten Schnitt, das ist ja klar. Wieso, Pelz heißt nicht gleich modischer Schnitt, sondern können auch einfach Tierfelle, die aneinander ich weiß, aber ich dachte sind, jetzt an den, ja ich dachte jetzt an so einen Billy-Pelz, das wäre super und dann alle noch in Stöckelschuhen. Ja, super, auf der Wiese. Vor allem, da rutschst du auch nicht mehr weg, ne? Da kannst du steil am Hang stehen, 90 Grad. Mindestens. Ja. Okay, 26. haben wir gesagt, Jojo wird irgendwann um Uhrzeit, die sie bestimmt sicher bei Billy vorbeischauen. Und Machina ist dann auch da. Au. Machina sitzt da und meditiert. Jojo kommt nur kurz rein, sieht, dass sie meditiert, setzt sich für 5 Minuten auf so einen Stuhl. Machina auch irgendwann langsam die Augen öffnen und dich angucken. Na, Jojo sitzt halt da, guckt Billy an, hat das Jojo in der Hand und nestelt damit die ganze Zeit rum. Irgendwie baumeln halt die Beine von dem Stuhl, so richtig auf den Boden kommt sie mit den Füßen. Naja, vielleicht, keine Ahnung. Guckt halt kurz, ist aber halt in dem Moment, wo du quasi die Augen aufmachst und sie anguckst, steht sie aber eigentlich auch schon fast wieder auf. Als sie sieht, dass du die Augen offen hast, guckt sie dich halt an. Im Aufstehen begriffen, nickt ihr halt zu. Hi. Hi. Oh. Steht aber quasi eigentlich auch schon wieder auf und geht zur Tür. Damit schließt Mahina dann auch wieder die Augen. Episch. Okay. Gut, dann nicht. Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen springen. Ach, was für Mahina vielleicht noch sinnvoll zur Erklärung wäre. Das erste Mal, wenn du zurück in den Thaleskrämer-Shop kommst, ist das Gefäß selbstverständlich schon nicht mehr irgendwo zu sehen. Okay. Wenn ich Jerry mal frage, ist das irgendwo hinten im Lager oder ist es weg? Der heißt Jerry, Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, stimmt. Ich hatte mir da einen tollen Namen für ausgedacht. Dünn, dünn, verkackt. Snickers, wenn's mal wieder länger dauert. Es dauert nicht länger, ich guck ja schon. Dann nenn ihn Jericho oder so. Nein, der Name steht doch schon im Charakterblatt drin, da musst du mal schnell öffnen. Ja, ich suche auch gerade. Hier steht Cella hier, Mythrandir, what? Kann man das irgendwie aussprechen? Nee, oder? Für normalsterbliche Jerry. Okay. Jerry, das klingt auf jeden Fall aussprechbar. Gut, dann frag ihn mal. Ja, wie eben gerade schon gesagt, ne? Beim Reinkommen umgucken, ist das Ding hinten im Lager? Bist du das wieder losgeworden? Nein, das im Lager viel zu gefährlich. Ich hab es erstmal an einem anderen Ort verstaut und werde jetzt sehen müssen, wie ich das loswerde. Nein, wie ich's schnell zerstören kann, natürlich. Ah, du willst es zerstören. Das klingt gut. Feuer? Feuer? Wenn Wasser der Trigger ist und es auslöst und es damit an Wasser gebunden ist, wäre doch eigentlich das logische Gegenelement Feuer, um es zu vernichten. Das ist viel zu... Also meiner Ansicht nach ist es viel, viel, viel zu alt und viel zu... Es steckt viel zu viel Glaubenskraft darin, das wird man so einfach nicht mit Feuer zerstören können. Ich habe es noch nicht probiert, aber das wird nichts werden. Das ist ganz, ganz furchtbar schlechte Energie. Kein gutes Karma. Nein, es ist entstanden durch viel Eifersucht und Neid und sehr, sehr boshafte Energien gehen davon aus, das ist ja klar, aber Mit Feuer wird das nichts. Ich suche eine Möglichkeit, aber es ist nicht so einfach. Ich brauche sicherlich vielleicht auch die Hilfe von anderen. Bloß vorsichtig mit dem Scheißding. Natürlich. Hätte eigentlich niemals irgendwo in irgendwelche Hände fallen sollen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte oder wer auch immer das überhaupt irgendwo gefunden hat. Naja, scheint ein bisschen was schiefgegangen zu sein, irgendwie in die falschen Hände und irgendwie hat der Typ leichtsinnigerweise da einen Schluck Wasser reingeschüttet, das war nicht gut. Vermutlich
wird es die schwachen Geister auch dazu bringen, noch eher es zu benetzen. Mit irgendwelcher Flüssigkeit. Deswegen habe ich es auch weggebracht. Im Lager wäre das eine Gefahr gewesen. Ja, okay. Wenn du gut drauf aufpasst und es in Sicherheit ist, dann... So sicher, wie es jetzt in meiner Macht steht. Und ich denke, im nächsten Monat wird es dann vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Vielleicht muss ich es auch in die Traumlande bringen. Dann ist es zumindest erstmal von hier weg. Wenn du das als gemeinsames Ritual machen möchtest, sag Bescheid. Ich helfe dir da gerne mit meiner Macht, wenn ich kann. Ich fürchte, deine Kräfte sind dafür noch nicht ausreichend. Das wäre vermutlich gefährlich für dich und vielleicht auch für mich. Ziemlich gewichtig. Gut. Übrigens, du musst morgen nicht kommen. Es läuft gerade auch so ganz gut und ich denke, du willst bei deiner Freundin sein. Das wäre cool. Ich hatte gerade schon einen Schreck gekriegt, dass ich nicht gut bin und dass du mich hier nicht haben willst. Um Gottes Willen, du bist eine große Hilfe. In Mahinas Gesicht breitet sich ein kurzes Strahlen auf. Okay. Dann danke für den freien Tag im Morgen, Chef. Natürlich, natürlich ist es wichtig, bei denen zu sein, die gleiches Blut tragen oder denen, denen man mit Blut schwören, quasi dasselbe. Nicht denen man dasselbe aufbürdet, aber du weißt, was ich meine. Sie nickt wieder gewichtig. Scheiße. Ich stelle mir das gerade echt vor, wie sie da dasteht, mit so einem Gesichtsausdruck furchtbar wichtig nickend. Ah! Natürlich, das sind natürlich. Ja auch gerade ernsthafte Themen und mystische Bunde, die geknüpft sind. Und wir sind ja viel verbundener, als er das gerade vermutet, von daher. Natürlich. Ich habe auch gehört, dein Ritual war sehr von Erfolg gekrönt. Oh, es war mal wieder sehr schön, vor allem, weil es nicht so gehetzt war wie sonst und ich anreisen musste und dann das Ritual war und ich wieder abreisen musste, sondern jetzt wohne ich ja hier. Das macht einfacher. Irgendwann wird es für jeden Kinain Zeit, Wurzeln zu schlagen. Es war richtig, dass du hier geblieben bist. Ja... Ich denke auch, dass ich hier mehr gebraucht werde. Auf jeden Fall. Aber gut, ich werde mich jetzt darum kümmern. Vielleicht finde ich in irgendwelchen alten Büchern noch oder in alten Geschichten Hinweise darauf, wie ich jetzt mit diesem Spiegel verfahren muss. Okay, dann kümmere ich mich hier vorne um die Kundschaft und um die Kräuter, die da noch zusammengestellt werden sollten von der Bestellung. Und dann halte ich dir hier soweit den Rücken frei. Ja, danke. Der Kunde ist sehr nervös, der dann später kommt. Also beruhige ihn einfach zwischendurch, dann wird das gut funktionieren. Sie kriegt einen komischen Gesichtsausdruck, grinst ein bisschen schief und nickt. Das kriege ich hin, denke ich. Natürlich, dafür habe ich dich doch eingestellt. Ja, gut. Wir sehen uns später sicherlich noch. Sie nickt ihm zu, macht sich dann aber tatsächlich auch an die Arbeit und kümmert sich um das, was da so im Laden läuft. Gut. Ja, mit dem Kunden, das ist alles nicht so das Ding. Kunden sind meistens nervös, wenn es Dinge betrifft, über die man nicht gern spricht und der Rest ist dann auch seiner Fantasie überlassen. Er braucht halt eine spezielle Tinktur. Und ich wollte gerade sagen, ich weiß ja, was ich für ihn angemischt habe und ich bin ja durch die Mondin auch in der Lage, durchaus auch Leute zu lesen und zu verstehen und ich denke, ich werde angemessen, kryptisch, fürsorglich auf ihn eingehen und ihn verhätscheln und betüdern. Ja, manche brauchen das. Idioten. Aber auch nach dem Arbeitstag dann, das war nämlich jetzt der 27. Nein, egal. Ein paar Tage später, auch dann am 26. musste ja noch jemand anderen behüdern und betüdern, nämlich Billy, die dann auch erwacht. Ich würde heute tatsächlich Kuchen mitbringen wollen, irgendwas Leckeres, wenn ich irgendwas unterwegs finde, wenn es nur kleine Cupcakes sind oder so. Das findest du, aber du hast, glaube ich, genug medizinisches Wissen, dass Billy auf jeden Fall keinen Bock auf Essen haben wird.
Nee, aber Olga vielleicht. Und wenn Jojo wiederkommt, die vielleicht auch. Und ich komme von der Arbeit, so ein kleines bisschen süß ist auch nicht verkehrt. Und ich kann zumindest einen Alles für Billy mitbringen. klar. Alles klar. Natürlich die Ärztin betüdeln. Das ist auch sehr wichtig. Olga bedankt sich auch, verschlingt einen unangemessen großen Teil deiner Vorräte und meint dann noch, danke und lecker. Zeig mal. Ah, noch eins. Sehr gut. Hier, die müsste gleich aufwachen und sie wird große Schmerzen haben, aber ich will jetzt nicht noch unnötig weiter irgendwie Dosis erhöhen, wegen irgendwann werden die Leute dann abhängig vielleicht, das muss nicht sein. Kümmere dich doch einfach um sie, das wäre super. Okay, ich versuch's, klar. Ja, wenn du dann auch das Zimmer betrittst, Billy schlägt gerade etwas flatterhaft die Augen auf. Billy, aua! Großes, großes Aua, zusätzlich zu der Tatsache, dass du dich in einem Raum befindest, den du nicht kennst und der irgendwie nach, ja, Operations, naja, nicht direkt Operationssaal, aber nach Arzt aussieht. Steril riecht. Steril riecht, Geräte, die piepsen, Schläuche in deinem Handgelenk, sowas in der Richtung halt, ne? Ganz normal. Mahina wird mit drei schnellen Schritten am Bett sein und ganz behutsam Sibylles Hand nehmen. Hey, hallo. Oh. Versuch dich nicht allzu viel zu bewegen. Vielleicht versuch Vielleicht. ruhig zu atmen. Schön, dass du wieder da bist. Kriegst so ein schiefes Grinsen, das sich in dein Gesichtsfeld schiebt. Was weißt du mit schön? Was ist denn? Fuck. Was ist denn hier los? Du bist bei Olga und sie kümmert sich ganz toll um dich und du wirst wieder gesund. Deine Hand wird getätschelt. Who the fuck is Olga? Olga ist deine Dog. Was? Deine Ärztin. Meine Ärztin? Ich hab keine Ärztin, ich hab einen Doktor, aber keine Doktorin, verdammt. Was sind die Dann Schmerzen? musst du dich ein bisschen zusammenflicken. Versuch ruhig zu bleiben. Wir erklären dir das alles. Du bist hier in Sicherheit und alles ist gut. Ah, fuck. Nochmal kurz zur Erinnerung, Billy hat sehr geringe Schmerztoleranz, ne, Chefe? Wie Ich du ja freue mich, weißt. dass du das ausspielst. Das ist sehr schön. Also ich meine, dir wurde eine Niere entnommen und das ist ungefähr eine Woche her. Moment, Quatsch, eine das Niere. war das Nein, letzte ja, Mal. nein, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Eine Milz. Eine. Du hast ja mehrere, bist eine Elfe, das ist ganz wichtig. Und Was, das ist Milz? nicht. Natürlich, du hast ganz viele Milzen. Und das ist noch nicht lange her. Es tut also Ich fühle mich heute dementsprechend so schon sehr milzig. weh. Ja, klar tut das weh. Wie, die ist jetzt 8 Tage draußen, ne? Nee, sechs. 6. Ach, wir haben jetzt doch den 26. Die haben Ja, sich ja. vorher getroffen, okay. Ja, Schmerz, au. Ja, oh Gott. Können die mir was geben? Ich habe ein paar Kräuter für dich mitgebracht und ich habe auch versucht, dir ganz viel Kräuter? an Heilungsenergie zu schicken. Olga hat gesagt, mehr Schmerzmittel gehen gerade nicht. Du musst es versuchen zu ertragen und liegen zu bleiben. Wenn du dich bewegst, wird es nur noch schlimmer. Ich kann mich eh nicht groß bewegen. Gerade was für Kräuter denn? Die sollen mir was spritzen. Ich habe dir Myrrhe Das tut mitgebracht und dann noch scheiße ein weh. bisschen Minz dazu und ein bisschen von dem Salbei und wenn man Ich da bin noch doch ein nicht bisschen Jesus-Kind, Wegericht dazu gibt. verdammt. Oder Mahina feiern wir guckt ein meinen bisschen enttäuscht. zweiten Geburtstag oder was? Olga kann dir nicht mehr Schmerzmittel geben. Oh Gott. Was ist denn jetzt passiert? An was kannst du dich denn noch erinnern? Wir waren mit dem Auto irgendwo hin auf dem Weg. Wir wollten die Kisten holen mit den Klamotten, wenn du dich entsinnst. Oh Gott, was für Klamotten, was für Kisten. Wir sollten eine Lieferung abholen. Für Boy, für meinen Laden, also für den Laden, in dem ich arbeite. Ach Boy, die. Oh ja, okay. Und als wir in der Wohnung waren und die Sachen abholen wollten, ist der Typ ziemlich durchgedreht und ist auf dich losgegangen und. Warum ich? Weil du dummerweise Verdammt. in seiner Nähe standst. Alles wird gut, du bist in Sicherheit und du bist außer Lebensgefahr und Olga hat dich wieder zusammengepflegt. Alles wird gut.
fühlt sich aber nicht so an, als wird alles gut. Sie nickt wieder bestimmt. Doch, doch, alles wird gut. Olga hat dich zusammengeflickt und die Kraft des Mondes hat dich auch wieder heile gemacht und dir Kraft gegeben und so. Was für eine Kraft des Mondes denn, verdammt? Von was redest du? Ich habe die letzten Tage hier gesessen und für dich gebetet. Gebetet? Seit wann ist unsere Familie denn überhaupt religiös? Ich bin nicht religiös, ich bin magisch. Psst. Was bist du? Dann mach was gegen die Schmerzen, bitte. Oh mein Gott. Oh. Ich hab's schon versucht und ich hab dir auch Kräuter mitgebracht, aber die willst du ja nicht. Muss ich die rauchen oder was? Nein, ich mach dir kurz einen Tee, wart mal hier. Damit verschwindet Mahina wuselig erst zu ihrer Tasche, kramt dann ein kleines Beutelchen raus und kramt dann noch ein zweites Beutelchen raus und verschwindet dann aus dem Zimmer und sucht Olga, um heißes Wasser aufzutreiben. Entschuldigung, das habe ich gerade nicht leck und so mitbekommen. Was machst du genau? Ich krame aus meiner Tasche ein Beutelchen mit Kräutern raus und gehe dann zu Olga und suche heißes Wasser. Ach so, ja. Da gibt's eine kleine Herdplatte und da kann man Wasser erwärmen. Joja nehme ich, ist das? Olga beäugt dich kurz, während du das machst, aber da du offensichtlich nicht versuchst, die Patientin zu vergiften und da selbst wenn das die Behandlung schon bezahlt ist, geht's jetzt auch erstmal zu Billy rein. So, und da ist sie wach. Ausgezeichnet. Na, wie fühlen wir uns denn? Scheiße. Na, das ist ungefähr die Antwort, die ich erwartet hatte. Wurdest du jetzt eigentlich schon aufgeklärt? Aufgeklärt? Ich bin schon seit ein paar Jahren aufgeklärt, verdammt. Hat sie Humor nicht verloren? Das gefällt mir. Also, ich bin die Olga. Und Hi. Ich hab dir die Milz rausgeschnippelt. Zusammen mit deiner Freundin. Wie, was? Und mit Jojo, der anderen. Ihr habt an mir rumgeschnippt? Ja, war nötig. Das Ding war fast zerlegt. Also, war nicht fast zerlegt. Es war ziemlich zerlegt. War ein bisschen blutig, ein bisschen eklig. Die Übelkeit ist ganz normal. Warte, sie gibt dir eine Nierenschale. Nee, die Schmerzen übrigens auch. Das wird auch noch ein wenig so anhalten. Also ich denke, übermorgen kannst du raus. Dann bist du quasi, nenn es mal alltagsfähig. Wäre gut, wenn du jemanden hättest, der dir noch ein bisschen, weiß ich nicht, der sich ein bisschen kümmert, ein bisschen ein paar Alltagssachen abnimmt. Weil so, bis auf den Toilettengang viel bewegen, würde ich mich an deiner Stelle nicht. Das wird nicht schön. Was heißt ein bisschen anhalten mit den Schmerzen? Na, du kannst davon ausgehen, dass ich dir im angemessenen Maße Schmerzmittel verschreibe. Und dass die auch gegen das Gröbste helfen werden. Das Gröbste. Die Feinarbeit, die wird schwierig. Und versuch nicht, dir noch irgendwoher Valium oder sowas aufzutreiben. Irgendwann wirst du zu duselig und irgendwann wirst du immer mehr. Und irgendwann überschätzen sich die Leute, Atmung setzt aus oder irgend sowas in der Richtung. Was ist Muss Vicodin? Alles nicht sein. Ja, Vicodin macht's viel besser oder was? Weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, dass das mit den Schmerzen definitiv nicht gut ist. Das ist definitiv nicht gut und ich werde dir was mitgeben. Das wird auch ein Opiat sein. Ein, was man so ärztlich verschreiben könnte. Aber du solltest einfach nicht viel mehr nehmen. Sonst? Naja, sonst über die Dauer, wenn du das noch sehr lange nimmst, wäre das schlecht. Und B, wirst du vielleicht zu duselig, das ist auch nicht in Ordnung. Okay. Du wirst unglaubliche Schmerzen haben. Ja, natürlich. Deswegen sage ich dir, du brauchst vielleicht jemanden, der dir hilft. Aber übertreib's halt nicht mit der Medikation. Und für wie lang? Das wird sich rausstellen. Das kann schon noch ein bisschen dauern. Also, die Operation ist gut verlaufen. Das kann ich dir sagen, aber es wurde halt ein Organ entnommen. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, dass das gar nicht so schön ist. Muss ich jetzt irgendwelche Medikamente in der Zukunft mitnehmen? Nein, also ohne Milz, das ist nicht so schön. Die ist auch zuständig für so Leukozytenbildung und irgendwas mit... Man kann auch gut ohne Milz, das geht schon. Mahina kommt mit dem Tee wieder rein. Würde sich ganz leise neben Sibylle stellen und den Tee entweder ihr geben, wenn sie ihn nimmt, ansonsten auf den Nachtschrank stellen. Oh Gott, das riecht ja stark.
Es ist ganz gesund und es ist ganz viel, was dir hilft. Versuch's wenigstens. Ich habe auch einen Löffel Honig reingemacht. Das dürfte auch eigentlich ganz lecker schmecken. Ich bin gerade nicht, mir ist echt nicht gut. Aber es wird dir helfen, auch gegen die Übelkeit. Versuch es zu trinken, wenigstens in kleinen Schlücken. Vielleicht löffeln. Ich würde anfangen, ganz liebevoll mit einem Teelöffel mit Pusten, damit es nicht zu heiß ist, Billy nach und nach löffelchenweise den Tee einzuflößen. Wunderbar, da hast du auch schon die Person, die sich dann kümmern wird. Das freut mich doch. Dann kann ich mich jetzt auch noch um andere Sachen kümmern. Wenn du noch irgendwas brauchst, da der Schalter, das ist quasi die Klinge von heute und dann bin ich da, okay? Okay. Wunderbar. Danke. Ja, sie verlässt dann auch wieder den Raum. So zwischen zwei Löffeln. Siehst du, Billy, ich hab doch gesagt, alles wird wieder gut. Ich weiß nicht jetzt genau, aber mit Mills sind doch... Habe ich Thrombosestrümpfe angezogen bekommen? Bitte sag mir, dass ich keine Thrombosestrümpfe anhab. Hat sie nicht. Auf einem Kind mit Glitzersteinchen. Was? Thrombosestrümpfe? Dafür gibt's doch Spritzen, oder? Ja, du kannst Blutverdünner spritzen, aber... Das ist ja vielleicht gar nicht so günstig, ha? Rein offiziell kann ich dir sagen, es gibt sowohl Blutverdünner als Spritzenform, als auch tatsächlich Kompressionsstrümpfe. Und ja, die gibt es mittlerweile tatsächlich in Pink mit Glitzerstein, selbst in diesem Jahr schon. Yay. Also dann sind die lustigen Strümpfe auf jeden Fall von Machina. Und by the way, nur damit wir hier auch den Bildungsfaktor berücksichtigen, wenn du die Milz verlierst, dann hast du die Filterfunktion der Milz verloren und damit auch die Anzahl der Blutplättchen erhöht, nicht reduziert. Damit war er doch nah dran. Hä, aber die Leukozyten? Ja. Leukozyten haben wir nicht von gesprochen, du hast Thrombozyten gesagt. Oh, das tut mir sehr leid, ich meinte Leukozyten. Ja. Gefährliches Halbwissen für alle. Richtig. Whitewashen ersetzt nicht die medizinische Behandlung bei einem Doktor. Hä, na klar. Einmal okay, Wodka drüber und einmal... der Meister. Ich wasche meine Hände in Desinfektions- und Unschuld. Ach Quatsch, einmal Wodka über die Wunde, einmal Wodka in Koppe und dann vielleicht noch eine Socke drum binden und dann geht das schon. Bisschen Milch noch dazu, ne? Ja, na klar. Und ein bisschen Läuft. Kalua und dann geht das. Auf den Plan hole ich mir nochmal einen Teller Borscht. Was? Lecker. Okay, Nein, er wird dich also mit leckerem Kräutersud versorgen, der gegen die Schmerzen nicht hilft. Super. Was und aber das klar war. Schmeckt. Ja, Medizin darf ja nicht schmecken, ne? Billy wird tatsächlich versuchen, dem Schmerz anhand des Verlassens des Körpers in die VR zu entkommen. Ja, das wird nicht funktionieren. Du fühlst die Schmerzen in der Matrix. Wunderbar. Also ich meine, du hast da natürlich den Vorteil, dass du dich bewegen kannst und dass du Dinge tun kannst und sonst bist du halt ans Bett gefesselt. Das ist nicht so cool. Aber die Schmerzen bleiben. Ich werde ein Rollstuhlfall. Nennt mich dann Wheelie. Nur wenn du auch einen machst. Das geht ja einfach mit dem Rollstuhl. Challenge accepted. Die erste Challenge hast du noch gar nicht durchgezogen, da acceptest schon die zweite jetzt. So bin ich halt. Ja, wunderbar. Ja, also wie gesagt, ich versuche irgendwie den Schmerzen durch gar nichts zu entkommen und werde die ganze Zeit nervig nach mehr Schmerzmitteln tröten. Ja, irgendwann kommt Jojo dann auch mal rein, beziehungsweise die Tür geht auf und dann huscht Jojo rein. Ja, du erlebst gerade mit, wie Olga noch meint, nein, mehr kriegst du nicht, gib dich zufrieden, natürlich tut das weh, was hast du denn erwartet? Ich hab gar nichts erwartet, ich wollte das nicht mal, bitte. Ja, aber solche Dinge passieren, sowas kann immer mal sein, da gerät man in eine komische Situation und da hat man ein Messer im Rücken, das kann sein, da muss was ausgenommen werden, da hat man was zuzunähen und jetzt gibt's nicht mehr Schmerzmittel, du bist... Nicht gerade die breiteste, das ist bei euch immer ein bisschen schwierig, da achtet auch jemand aufs Gewicht, das habe ich ja auch bemerkt und da kann ich dir nicht mehr geben, das ist schon richtig dosiert. Jetzt hör mal auf zu heulen, das wird schon wieder so, hallo Jojo, kümmern du dich jetzt mal um die. Jojo, bring mich hier raus, die bringt mich um hier. Hi. Hi.
Die Frage, wie es dir geht, spare ich mir dann einfach mal. Ne? Hi, Junge. Hi. Scheiße. Mahina setzt sich irgendwo an den Stuhl, so ein bisschen seitlich, lässt erstmal Jojo und Sibylle alleine, das heißt alleine, aber zumindest in Ruhe reden. Mischt sich da jetzt gerade nicht so wahnsinnig ein. Ich kann dich, glaube ich, noch nicht nach Hause bringen, irgendwie. Ist doof hier. Tut weh, scheiße. Zu Hause auch. Ich will hier nicht bleiben. Jojo geht auf sie zu. Naja, was heißt umarmt sie? So ganz vorsichtig halt, ohne sie irgendwie zu bewegen. Au! Entschuldigung. Es ist okay. Ist ja nicht deine Schuld. Brauchst du noch irgendwas? Neue Mills? Ich nehme auch hab zwei. Hab ich nicht. Scheiße. Das kommt davon, wenn man Kisten schiebt, ne? Hm. Kacke. Aber muss man durch, oder? Ja. Du machst das schon. Was mach ich? Ich lieg hier rum, verdammt. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich bin drauf und hab trotzdem Schmerzen. Und die Olle ist gemein zu mir, weil die mir nicht mehr Zeug gibt. Und hier, Machina, gib mir Tee. Und das war's schon. Also, da gibt's halt viel zu machen. Na. Tja. Das war so auch nicht gemeint, aber egal. Was? Willst du irgendwas anderes? Soll ich dir irgendwas mitbringen? Willst du was zu essen haben oder so? Nee, mir ist scheiß schlecht die ganze Zeit. Ich glaube, ich nehme jetzt garantiert ab. Voll gut, ey. Siehst du, ich sollte mir öfters eine Milz rausnehmen lassen, dann. Yay. Ich red mal mit Olga, vielleicht lässt sich da noch was machen. Kannst du zum Doc fahren und ihn fragen, ob er mir noch Zeug aufschreiben kann oder so? Ich weiß nicht. Bis sobald ich hier rauskomme. Ja, ich red mal mit ihr. Danke, voll lieb. Jojo steht auf und geht raus. Zu Olga. Mahina nimmt wieder den Platz ein, den sie vorher eingenommen hat, nimmt die Teetasse wieder in die Hand und den Löffel. Komm, noch zwei Löffelchen. Warum strafst du mich denn so? Was habe ich hier gemacht? Ich will dir doch nur helfen. Mir geht's schon so viel besser gerade. Hey. Du warst schon immer so unglaublich schlecht im Lügen. Stimmt gar nicht. Der Tee ist super lecker. Da. Das wird nicht besser. Oh, shit. Denk an Omatschka von früher. Er hat uns auch immer Tee gekocht, wenn wir krank waren. Und wir haben ihn beide verdammt nochmal gehasst. Aber er hat geholfen. Gegen was denn? Gegen Schmerzen, gegen Erkältung. Super. Gegen Husten. Wenn ich jetzt huste oder niese, dann fühlt sich das an, als würde hinten das Rückgrat rausspringen. Das ist schon anders. Das sind ja auch andere Kräuter, aber es hilft dir. Ja, weglaufen kann ich gerade eh nicht, ne? Noch zwei Löffelchen, mir zuliebe, bitte. Ja. Mahina balanciert noch zwei Löffelchen in Sibylles Mund und würde dann auch die Tasse wegstellen, einfach nur die Hand festhalten. Auf sie einreden. Ja, das wird gut. Wir kriegen das hin. Mahina, mach mal bitte einen Wurf auf was gehen. Ja. Ich glaube, wir müssen den TS-Roller anschmeißen, oder? Das wäre vermutlich sinnvoll, ja. Ja, dann ist er jetzt mal aktiviert. Dankeschön, liebes Düsentier. Ja, gerne doch. 34 Erfolge, du hast wieder eine Milz. Die ist gerade eben spontan nachgewachsen, ne? Du Alter. Ach, übrigens, du bist eine Technomancerin und deine Gedanken drehen sich ja um gewisse Dinge. Ja. Sie müssen den Verlust eines Organs nicht mehr fürchten. Evo
Wir züchten nach. Für nur 5000 Nuyen. Herzprobleme gehören der Vergangenheit an. Nierenschäden. Leberzirrhose. Nur 5000 Nuyen und Sie können ein neues Leben bestreiten. Evo, das Leben verändern. Milzimplantate? Na, nicht Implantat. Die nehmen deine DNA, züchten ihren Organ und schmeißen das in deinen Körper. Ja, nur dass Evo und ich, glaube ich, nicht so toll sind. Was? Die freuen sich bestimmt, wenn sie dich wieder treffen und du betäubt bei denen unter Messer liegst. Sei ruhig, ihr Bitches, ich gehe nicht zu Evo. Ich sag dir nur, was die Matrix dir flüstert. Ja. Guck mal lieber an die Ascan-Probe da, du Flüsterer. Okay. Ja, ich bin der Pferdeflüsterer, pass auf. Ich bin kein Pferd, du Elsch. Sicher. Machina, bei Jojo bemerkst du Wut, Schuld und, warte, Unsicherheit. Okay. Passt. Ach, genau. Und bestätigt Machina darin, da jetzt nicht weiter drauf reinzutrampeln, weil es macht's nicht besser. Tja, das ist okay. Jojo wollte ja auch mit Olga reden. Ja. Ah, sag mal, ist das ein kluges Mädchen da drin? Wieso? Dann gebe ich dir bloß so einen Schriebs zum Durchlesen und muss nicht 20 Minuten mit dir labern, wenn ich dir erzähle, was da doch vielleicht so mit ohne Milz sein könnte, dann glaube ich, wird die mir ewig lang die Ohren voll heulen. Vielleicht solltest du es ja trotzdem selber sagen. Okay. Sag mal, sie ist also kein kluges Mädchen. Ja, was denn? Kannst du ihr nicht wirklich noch irgendwas geben? Ich meine, es muss doch nicht sein, dass sie da rumliegt und irgendwie nicht klarkommt, oder? Was denken sich die Leute überhaupt? Hallo? Dass du mit Schmerzmitteln generell ziemlich sparsam bist? Das ist eine böse Unterstellung von Leuten, die keine Ahnung von Medizin haben. Das Ding ist doch folgendes. Weiß nicht, was sich immer alle denken, aber du warst bei der OP dabei. Das war nicht schön. Ja, eben. Deine Verantwortung? Ja. Gut, dann werde ich noch ein bisschen was reinschmeißen. Aber ich sag dir, keine guten Erfahrungen damit und jeder hält sich für einen Arzt. Aber gut, wenn du das unbedingt willst, meine Fresse, vielleicht wird sie dann ein bisschen weniger unausstehlich. Naja, gut, okay. Sie kommt rein, hängt einen neuen Tropf an. So, meine Dame. Mir wurde gerade gesagt, dass du unbedingt noch ein bisschen mehr willst. Du wirst jetzt etwas duseliger sein, aber vielleicht wird es etwas besser. Ich glaube aber nicht dran, dass es wirklich hilft. Naja, gut. So, drinne. Viel Spaß damit. Sie verlässt wieder den Raum und es wird relativ schnell sein, ne? Durch eine Infusion. Dann wird es wird besser. Es ist immer noch sehr unschön, aber es wird tatsächlich besser. Marina würde mal einen Blick auf den Infusionsbeutel beim Anhängen werfen, ob das Elektrolyt ist mit was auch immer. Na, ist es nicht immer Elektrolyt mit was drin? Ja, es wird wahrscheinlich von ihr nicht draufgeschrieben sein, was sie da jetzt reingetan hat, nehme ich an. Ach so, na doch, das wird doch Standard-Sachen mit Schmerzmittel. Ach nee, das wird ja extra reingemacht. Ja, es ist Elektrolyt und sie hat mit der Spritze einfach eine Dosis noch Schmerzmittel reingeschmissen, die jetzt ist sie im Rahmen, weißt du? Vorher war es tatsächlich relativ niedrig dosiert, jetzt ist es das, was man so ungefähr als normal ansehen könnte. Okay, Komm, ich würde weiter scan-mäßig Billy im Auge behalten, was so ihre Reaktion betrifft. Ich habe ja nur ein bisschen Plan von Medizin, dass die mir da jetzt nicht hops geht und weiter beruhigend auf sie einreden. Nö, das wird sie nicht. Also es ist jetzt tatsächlich eine angemessene Dosis. Spieler, du bist ein Arschloch, dass ich da erst für betteln muss. Natürlich, ich muss doch. Du hast mich doch sowieso, jetzt kann ich es auch durchziehen. Sonst hättest du meinen Tee ja gar nicht getrunken, also pssst. Ja, dir pflanze ich auch mal so einen Salbei- und Myrrhe-Tee ein, Mädchen. Damit ja, damit machst du dir ja nicht mal eine Darmspülung, Alter. Ich kümmere mich gerade ganz liebevoll um dich und du trittst mich hier mit Füßen, Arschloch, was soll denn das? Ich hab mich gar nicht mit Füßen getreten, Billy hat ganz lieb den Tee gesuckelt, aber natürlich hat sie protestieren müssen. Das ist geil. Ach, schön. Was denn? Ich find's einfach nur super. Gut. Billy kriegt ganz viel erzählt, dass Jojo und ich uns um sie kümmern werden, dass alles wieder gut wird und dass der Neumond ja auch gerade da war und dass mit dem Neumond sowieso mal ganz viel Neues beginnt. Und in Kombination mit den Schmerzmitteln könnte ich mir durchaus vorstellen, mit dem sonoren Gelaber, dass du irgendwann abkackst. Also ja, so. Ich denke auch.
Die nippt, und wenn sie nicht tatsächlich wegnippt, dann nippt sie einfach nur zum Schein weg. Mond. Billy kennt also die Etikette, das ist doch schön. Na klar. Ich bin jetzt schon am Überlegen gewesen, ob es nicht an einem Rädchen dreht. Man hat ja immer an der Infusion, an dem Tropf nochmal dieses Stellrädchen. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich sage jetzt mal Stellrädchen dazu. Und das kann man doch immer so schön nochmal schneller stellen. Ja, dann hast du bloß einfach die Infusion schneller drin und schneller draußen. Ja. Ja, wenn Mahina mitkriegt, dass Billy irgendwann die Augen zumacht und so ein bisschen wegdümselt, würde sie auch leiser reden und irgendwann würde das Reden auch in leises Summen übergehen. Brummli, 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 brummli. Okay, Krankenhaus-Comedy. Billy, du hast merkwürdige Träume von Brummen und, wie nennt man das? Na, von halt Sängen, die da so ertönen, aber es ist nicht unangenehm. Chanting, meinst du? Ja, Chanting. Wenn dir das gut gefällt, dann ist es Chanting. Ja, aber ich glaube, wenn ich Chanting sage, ist das durch das Mikro ganz ekelhaft. Sag's doch mal. Chanting. Ja, ist ekelhaft. Ja, ich gebe mir auch gerade jetzt extra Mühe, muss ich ja gestehen. Jojo wird dann auch gehen. Gut, nach den angesprochenen 2 Tagen, in denen ja Billy auch jetzt eine höhere Schmerzdosis bekommt, was ja angenehmer ist, in denen ja sie ja auch betreut wird von Mahina, ist ja schön, wenn jemand da ist, kommt auch Olga wieder. So, wie ist denn das jetzt? Also ich würde dich jetzt freudigst entlassen. Wie gesagt, du brauchst eigentlich schon jemanden, der sich irgendwie um dich kümmert und du kannst, ist klar, dass du jetzt nicht selbst Auto fahren oder sowas kannst. Autopilot, wo bin ich denn überhaupt? Ich kann mich doch um dich kümmern, wenn du möchtest. Das hatte ich angenommen. Schon deswegen, weil du bei der Operation ja Ahnung zu haben schienst. Ich gebe dir einfach einen Medikamentenpack mit und du regelst das dann. Mahina schüttelt, zuckt ein bisschen, unwissend die Schultern, guckt dann Billy an. Ich weiß nicht, ob das für dich okay ist. Was mit zu mir? Na, wohin ist erstmal wurscht, aber die Tatsache, dass sich einer um dich kümmern soll, ich würde das machen. Ja, ich habe da nichts dagegen. Dann wäre aber zu mir fast sinnvoller wegen der Arbeit, dann müsste ich nicht immer so weit. Oh. Du kriegst auch mein Bett. Ich will nach Haus. Mahina seufzt und nickt. Okay, dann zu dir. Outgame? Achso, du weißt ja noch gar nicht, wo Billy wohnt. Ja, alles easy. Mhm. Nee, aber Mahina hat sich gerade überlegt, dass es jetzt vielleicht nicht so sinnvoll ist, vor Olga darüber zu schnacken, dass sie keine Sinn hat, mit der sie jetzt irgendwo hinkommt. Vollkommen in Ordnung. Olga meint dann auch, wunderbar, wie das alles klappt mit euch, das ist doch schön. Dann guckt dir mal bitte die ganze Brühe an. Ich habe da hinten mal den Scheiß hingeschmissen, den du mal geben musst und die Schmerzmittel und so. Und guck mal, ob du mit einem zurechtkommst. Und zu dir, warum eigentlich Foxy Lady? Das muss ich jetzt nochmal fragen. Ich meine, du warst jetzt so lange hier, warum denn Foxy Lady? Hat die Schlunze keinen ARN oder was? In der Zeit, wo du bewusstlos warst, hattest du kein Icon, weil das ja dein Technomancer-Ding ist. Flupp. Angeschaltet. Pervers. Witzig. Stylisch. Okay. Ja, es hat irgendwie was, aber es ist schon ein bisschen sehr... Das ist schon wieder zu übertrieben fast. Ich meine, hätte das Höschen nicht ein bisschen... Also hätte das nicht wenigstens irgendwas bedecken können? Nee. Na gut. Wunderprächtig. Dann pass auf, ohne Milz. Wie gesagt, man kann gut damit leben. Worauf du achten musst, ist A, dass also in den seltensten Fällen kommt es zu irgendwelchen Thrombosen und sowas, ja. Dann müsstest du nochmal wiederkommen, da kann man auch was mit Blutverdünner machen, das ist aber auf die Dauer nicht so gut, da muss man nochmal sehen. Es gibt da auch ein paar Implantate, die das regeln können. Die sind nicht besonders invasiv, kosten aber zum Teil halt schon. B, kann vorkommen, dass du bei manchen bakteriellen Infektionen bei speziellen sehr schnell sehr anfällig bist und dass es dann zu einer Sepsis kommt und das ist sehr übel. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du dich krank fühlst,
check es lieber gleich ab, du bist gegen manche Arten jetzt ein bisschen anfälliger, ja? Hm. Aber jetzt auch nicht wegen jeder Grippe, schon weil das Viren sind, ne? Musst du auch jetzt nicht jedes Mal, es kann bloß sein, gerade wenn du irgendwie mal mit einer offenen Wunde in der Scheiße wühlst oder so, aber dann kann es vorkommen, dass es ein bisschen übel ist. Seit wann wühlt man denn mit einer offenen Wunde in Scheiße? Seit wann wühlt man in Scheiße? Jedem sein Fetisch. Ich weiß doch nicht, was du machst. Oh Gott. Ja, dann wären wir da wieder bei der großen Hafenrundfahrt. Okay. Okay. Wie sieht's denn mit Ersatzmilz irgendwann aus, Chefin? Ich kann die, ich kann gucken, ob ich irgendwann mal einen geeigneten Spender finde. Sowas kommt ja vor. Ab und zu stirbt ja doch mal jemand. Dann kann ich dir die implantieren. Da muss man gucken mit Abstoßungsreaktionen. Da muss man gucken, wie man das Ganze macht. Ich bin auch kein Organtransplantationsexperte, ja? Ich kann gucken, dass ich das hinkriege. Das wird nicht billig. Also mit Chirurgie kennst du dich nicht aus. Das würde ich so nicht sagen, aber eine Organtransplantation machst du, schüttelst du ja auch nicht einfach so aus der Hand. Hm. Müsste ich auch einen Kollegen fragen, der mir dabei hilft, weil ich das alleine, ist das zu gefährlich. Hm. Wenn du jetzt sagst, ich soll auf die Suche, ich soll Ausschau halten und was Geeignetes kommt mir unter die Fittiche, dann muss ich die sofort anrufen, dann muss es auch schnell gehen. Ewig lang kann ich das dann auch nicht aufbewahren. Das macht ja, das sich im Kühlschrank klar. Einfach schlecht. Klar. Ja, und du musst. Jetzt, was das Geld technisch dann. Nee, wahrscheinlich nicht. Hä? Na, je nachdem. Je nachdem. Wie es aussieht. Ich würde schätzen 2,5-3k schon. Wenn ich direkt wirklich sehr intensiv auf die Suche nach so einem Ding gehen soll, sind wir auch schon bei 4. Ja, nee. Langt bei mir nicht, tut mir leid. Also ich meine, ich kann dich ja trotzdem mal informieren, wenn ich was Geeignetes finde und du kannst dich immer noch entscheiden, aber dann würde ich, wenn dann quasi jemand anders sagt, der will auf jeden Fall eins und kann es auch bezahlen, muss ich dir natürlich vorangeben. Das ist ja klar. Logisch. Mahina würde dann auch wieder dazustoßen und Olga angucken. Okay, Verbände täglich wechseln mit dem Desinfektionszeugs und der Infusion, die jeden Mal. Ich denke, das kriege ich hin. Wunderbar, wenn du Fragen hast, du hast doch inzwischen meine Nummer, ne? Ich denke, in den letzten Tagen werde ich die irgendwann von Olga auch abgespeichert haben. Mahina, selbstverständlich. Gut. Dann machen wir das so. Ihr müsst da nicht extra vorbeikommen. Das wird schon gehen. Brauchst du den Rollstuhl wieder? Sollen wir dir den wiederbringen, wenn sie den nicht mehr braucht? Ja, du kannst ihn auch käuflich erwerben. Für 150 bist du dabei. Ich brauch den doch nicht für immer, oder? Ja, dann kannst du auch als Leihgabe. Ich wurde für deine Behandlung ausreichend entlohnt. Dann kannst du ihn auch gern zurückbringen irgendwann. Machen wir. Ist der Pink Panther da? Das weiß ich doch nicht. Mein Bus ist da, ich kann nicht mitnehmen, das ist alles kein Problem, das kriegen wir hin. Die Frage war jetzt auch eher natürlich an Marina gestellt, Trolli, anstatt an... Olga, aber sie hat trotzdem reagiert. Okay. Dein Pink-Panther steht in der Garage und alles ist gut. Wir müssen zu mir. Weiß nicht. Du musst mir nur sagen, wie ich da hinkomme. Mit deinem Auto? Nee. Ist das auch nicht sehr viel unauffälliger als deins? Ja, aber mein Auto ist ansässig in der Gegend und meine Sitze sind bequemer. Sie zuckt die Schultern, ich kann auch jetzt kurz zu den Garagen fahren, die Autos tauschen und wiederkommen. Wir können einfach zu der Garage fahren, den Pink Panther auf Folgen stellen dann. Wenn das für dich okay ist, klar. Klar. Musst nur die Garage aufmachen, den Rest mache ich. Mahina nickt und würde dann versuchen, Sibylle ganz vorsichtig in den Rollstuhl zu helfen. Au, 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 au. Alles wird gut. Ja, dann runterschieben zu meinem Auto. Willst du dich nach hinten reinsetzen? Ich glaube, das ist gemütlicher, bis wir bei der Garage sind. Okay. Dann wird Sibylle nach hinten verfrachtet zwischen ganz viele Kissen und ganz viel Decken und ganz viel gemütlichen Krams. Kann sich da gemütlich hinlegen. Der Rollstuhl wird zusammengeklappt, auch vorsichtig mit nach hinten reingestellt. Platz dürfte ja genug sein.
Und dann fährt Mahina wirklich vorsichtig, möglichst Schlaglöcher umfahrend, zur Garage zurück. Nein, das hasst mich ja eh, ne? Nee. Mach mal eine Bodenfahrzeugprobe, bitte. Eine was? Eine Bodenfahrzeugprobe? Ja, weil sie einen Geländewagen hat quasi, also einen Geländevan. Und der hat so eine krasse Federung und sie will ja möglichst Billy keine Schmerzen bereiten. Moment jetzt, ich soll keine Bodenfahrzeugprobe machen. Nein, du doch nicht, Machina natürlich. Ich wollte gerade eben sagen, naja gut. Ja, geht los, Meister. Ja, Allah. Zwei Erfolge ist doch toll. Shit. Okay, ich habe wieder ein bisschen Leck, oder? Viel zu wenig, ich sehe es gerade. Passt schon. Egal, wenn es trotzdem reicht, ist alles gut. Ja, es lässt sich nicht umgehen, dass ab und zu mal irgendeine Unebenheit ist, die Billy Schmerz bereitet, aber prinzipiell ist es keine Tortur für Billy, jetzt mit dir zu fahren. Das ist doch schön. So, wenn wir während der Fahrt dann schon unterwegs sind, würde Mahina sich mal so ein bisschen nach hinten drehen. Billy, wollen wir Jojo Bescheid sagen? Nicht, dass sie zu Olga fährt. Sie war auch öfters hier. Ich schicke eine Nachricht. Mit also, ja. Dem Inhalt? Moment, Schucki im Mund. Also nicht die schluck Nachricht. Es, Baby, los, schluck es. Ich kau so gern, Moment. Die Nachricht, also die Nachricht an, Jojo wird sein, auf dem Weg vom, von der Hölle in die Unterhölle. Also nicht mehr bei Olga vorbeischauen, wir sind jetzt bei mir. Vorerst. Smiley kommt als Antwort, ja. Ja. Yay. Sie lacht wieder. Oder lächelt. Oder weiß oder schickt Smileys, damit eine richtige Antwort ausgespart bleiben kann. Mahina nuschelt die ganze Zeit wie ein Mantra vor sich hin. Alles wird gut, alles wird gut. Oh, Billy ist abgeschossen, schätze ich mal, nachdem sie jetzt die richtige Dosis gekriegt hat. Ja, ganz abgeschossen bist du nicht. Ja, du bist auf jeden Fall alltagsfähig. Du bist schön duselig auf jeden Fall. Du wolltest sagen, ich bin nicht alltagsfähig, weil ich glaube, wenn du Opiate drin hast, dann ist da nicht mehr so viel mit Alltag. Naja, den Alltag, den sie jetzt hat. Essen, scheißen, rumliegen, Schmerzen haben. Dafür reicht's. Wie oft muss ich dir eigentlich sagen, dass Billy nicht scheißen muss? Okay, wenn's, also Essen... Rosenblätter in die Keramikabteilung legen und ne rumliegen. Alles klar, verzeih das. Das musst du mir noch öfter sagen. Deine männliche Stimme macht das leider einfach immer alles kaputt, Junge. Meine männliche Stimme? Ja, na klar. Gut, ihr fahrt zur Garage und holt den Pink Panther raus. Nicht das Problem. Der hat zwar immer noch keinen Grid Guide dort von der Stelle aus, aber ja. Ich kann den ja lenken. Wir können auch rüberwechseln, dann lassen wir meinen Bus hier und ich fahre bei dir mit. Also, dann. Du solltest vielleicht nicht unbedingt selber fahren. Ja, der kann doch einfach an deinem Van hinten dran hängen. Also, um den AR-mäßig zu steuern, da bist du definitiv viel zu duselig. Ja, VR geht nicht, ich kann ja nicht reinspringen, oder? Du kannst, du bist auch zu duselig, um ihn VR irgendwie zu steuern. Mit irgendwelchen Steuerelementen reinspringen kannst du nicht, weil du kein Rigger bist. Genau. Aber ich kann ihn auf Folgen stellen, wie gesagt. Ja, aber von dem Punkt an ist es zu schwierig für den. Das schafft er nicht, weil da kein Grid Guide ist und der Pilot ist jetzt nicht so krass. Du hast doch gesagt, mein Bus ist eh nicht so gut in der Gegend, wo du wohnst. Dann lass uns doch einfach die Autos tauschen. Okay. Brauche ich einen Sinn, um zu deiner Wohnung zu kommen? Ja. Garantiert, ich bin in einem B-Gebiet. Dann müssen wir hier bleiben. Oder du bringst mich an die Grenzen vom Gridlink und... Mahina schüttelt energisch den Kopf. Ich werde dich nicht alleine lassen. Ich will nach Hause, echt. Ich bin so satt. Ich will einfach nur nach Haus. Aber Olga hat gesagt, du darfst nicht alleine bleiben. Und wenn ich nicht mit kann, dann geht das nicht. Wieso soll das nicht gehen? Wenn dein Kreislauf abstürzt oder dir sonst irgendwas passiert, dann ist keiner da, der dir helfen kann. Das geht nicht. Ja, mir passiert schon nichts. Sie schüttelt energisch den Kopf. Nee.
Oh, komm, mach mir jetzt kein Dings. Bitte. Ich will doch nur heim. Mahina kaut auf ihrer Unterlippe. Ich kann dich verstehen, aber... Und wenn du zur Arbeit musst und ich dann alleine bin, dann kann ich auch crashen und verrecken oder was auch immer. Das ist doch dann eh scheißegal. Wen interessiert das schon? Ja, mich. Du bist jetzt auch 12 Jahre ohne mich ausgekommen, oder? Dir geht Ach, das ich war beschissen doch. genug. Nee, 12. Das geht so auf jeden Fall nicht. Dann müssen wir Jojo fragen, ob sie mit kann. Aber du gehst nicht allein in deine Wohnung. Entweder bleiben wir bei mir oder Jojo geht mit, aber du gehst nicht allein in Jojo deine kann Wohnung. auch nicht zu mir. Dann bleiben wir hier. Ich bestelle mir irgendeinen Care-Service. Guck mal, hier, das AR, hier, da haben sie einen Care-Service. Das kostet mich bloß 15 Nüen pro Tag, dass da so ein... Was ist denn das? Zivi ist das nicht, das ist keine Ahnung. Your good friendly neighborhood Care-Service. Es ist ganz, ganz gemütlich bei mir und du kriegst mein großes, gemütliches Bett und alles wird gut, du, bitte. Ich kann auch Milena anrufen, dass die auf mich aufpasst. Die braucht nur einen Tag oder so, bis die aus Novosibirsk da ist. Wenn du dir so viel Sorgen machst. Das passt schon. Setz mich einfach an der Grenze zum Kritlink ab und der Pilot bringt mich dann nach Haus. Mahina ruft Jojo an. Hallo? Hi, hier ist Mahina. Wir stehen hier vor den Garagen und Billy will unbedingt allein in ihre Wohnung fahren und Olga hat aber gesagt, dass jemand bei ihr bleiben soll und sie will nicht hier bleiben und ich weiß nicht, was ich machen soll. Frag Valeria. Wer ist das? Sag eine Freundin von ihr. Sag Billy einfach mal, sie soll Valeria anrufen. Vielleicht kann sie sich darum kümmern. Okay. Mahina legt auf, guckt ziemlich enttäuscht, guckt dann Billy an. Wer ist Valeria? Oh, scheiße. Oh, scheiße, nee. Nee, nicht Wally, oh Gott. Oh, weißt du was, pass auf. Ich ruf Felix an. Die alte Schlunze kann mich nach Hause fahren. Mahina sieht wenig glücklich aus. Ja, Felix, Ding trappelt. Herr Spielgeführter. Felix Ding rappelt. Okay. Sein Ding rappelt sehr Was schön. war nochmal sein Beruf? Der ist ein Stricher. Ach, und sein Ding rappelt. Alles Ja. klar. Das musst du jetzt nochmal kurz. Okay. Sekunde. Ja. Felix. Ach, du bist's. Willst du mir nochmal irgendwelche neuen Pelzstiefel ins Ah. Gesicht halten? Alte Schlampe, stell dich an, ich brauche deine Hilfe. Ich mein's ernst. Ja, das sagst du jedes Nein, Mal. ich Was mein's ist denn ernst. los? Die haben Was mir ist eine denn los? Milz rausgeschnitten letzte Woche. Bitte was? Die haben mir eine Milz rausgeschnitten letzte Woche. Hör auf, dich so anzustellen jetzt. Ich brauch mal deinen. Ich. Sei mal ernst. Ich bin ernst und das ist... was? Warum hat man... Was? Ne? Keine Ahnung, okay? Einfach nicht drüber reden. Wally kann nichts davon wissen. Und ich brauche jemanden, der mich jetzt nach Hause fährt. Also. Foxy? Wat? Wally kann nichts drüber. Ich mach doch nix mit hinter Wallys Rücken mit dir. Die bringt mich um. Willst du, dass ich ihr was sage, dass du mir nicht geholfen hast? Und dann bringt sie dich um? Oder willst du mir lieber helfen und dann sagen, dass ich gesagt habe, dass du auch die Warum soll Fresse die denn halten nicht soll? Bescheid wissen? Sag einfach, dass du mich gleich, warte mal, wo sind wir gerade? Hier, da, abholst. Und dann fahr mich einfach nach Hause, okay? Du weißt von nix. Ich hab dich einfach angerufen, ich hab einen Crash und das ist mein, wow, fuck, mein Walk of Shame und du hast mich einfach nach Hause gefahren, du weißt von nix, okay? Okay, wow, Mills, das musst du mir aber dann bitte noch irgendwie erklären. Ich wüsste schon gern, aber okay. Nicht am Oh mein Phone. Gott, wo bist du denn da? Ja, gut, in einer Stunde. Wow. Du musst dich nicht schick machen für mich, okay? Ich muss mich nicht schick machen, aber weißt du, wie weit das ist? Okay, dank dir. Muss ich noch irgendwas mitbringen oder so?
Winkel? Und das ist jetzt ernst gemeint. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Wenn du irgendwie noch an Vikos drankommst oder so, dann ja, sowas. Bestimmt, hinter Radis Rücken natürlich. Ja, das krieg ich hin. Das oh mein, gute oh Zeug. Mein Gott, das ist natürlich das gute Zeug. Für dich das Beste, wenn du in der Stunde nicht da. Mit den Vikos vielleicht ein bisschen länger, aber bis gleich. Dank dir. Düt, düt. Düt. Sie haben einen Anruf in Abwesenheit von Jojo. Jojo hat auf Autorückruf gestellt, sobald die Leitung frei ist. Soll ich jetzt meinen Klingelton machen? Nein. Du musst keinen Klingelton machen. Ja. Billy? Ja. Was soll denn der Blödsinn? Was für ein Blödsinn? Warum willst du denn jetzt unbedingt alleine nach Hause? Ich will nach Hause, ehrlich. Ja, dann ruft dir irgendwen an, der da ist. Ja, ich hab doch jetzt gerade Felix angerufen, dass der mich bleibt abholt. Bleibt Felix auch bei dir? Ja, klar. Hast du das mit ihm geklärt? Ja, sicher. Okay. Textnachricht an Mahina. Sie hat... Felix bleibt doch bei ihr. Rückantwort innerhalb kürzester Zeit von Mahina. Ja, aber der scheint keinerlei medizinische Ahnung oder irgendein Einfühlungsvermögen für die Situation zu haben. Okay, Billy, pass mal auf. Wo ist denn jetzt das Problem, dass du irgendwie guckst, dass jemand da ist, der irgendwie Ahnung davon hat, was eigentlich los ist? Wieso? Der Doktor hat doch gesagt, alles ist in Ordnung, alles verheilt, ich muss einfach jetzt nur Bett hüten, beim Pinkeln aufpassen und... Während Billy das sagt, fuchtelt Mahina mit dem ganzen Beutel Medi-Scheiß rum, den sie von Olga gekriegt hat, vertrauensvoll, weil sie bei der OP dabei war. So mit Verbandswechsel und Infusion anlegen und so ein Scheiß. Infusion? Wieso Infusion? Nee, nix Infusion. Ich hau mir die Schmerzmittel rein und wechsel mir den Verband. Ich meine, ich kann mir ja noch einen Verband um den Bauch selbst anlegen. Ich hab mich irgendwann mal gelernt, selbst abzuwischen auch sogar. Stell dir es vor. Ich gehe nämlich tatsächlich manchmal auch auf die Toilette. Aber und du kackst nicht. Ich kack nicht, aber ich wisch mich trotzdem ab und wasch mir die Hände nach meinem Toilettengang. Immer. Und OT mal ganz kurz gesagt, ohne Scheiß, Leute, kennt ihr das nicht, dass ihr einfach nur, wenn ihr krank seid, irgendwann nach Hause wollt in eure natürlich eigenen Wände? Ey, Düs, das verstehen die beiden danke auch, aber die sind einfach so besorgt, weißt du, dass sie hinter deinem Rücken den kalten Plan schmieden, dich vermutlich nochmal abzustechen, damit du keine Wahl mehr hast. Ihr seht das schon, komm, diesmal kommt Mahina, nimmt ihr ein Ritual durch und rammt den dir in den Kopf. In den Kopf vielleicht jetzt nicht, aber was weiß ich, so die hier die Nieren, da hat man ja zwei davon, da kann man auch noch die Niere rausnehmen, das ist ja relativ nah beieinander. Nippel abschneiden, so, sorry. Oh, Alter, du fasst meine Nippel nicht an. Ich kann mich dafür nur entschuldigen, aber Mahina hat dafür gesorgt, dass du nicht draufgegangen bist und hat dein tiefstes Innerstes gesehen und dabei geholfen, wie deine Milz entfernt worden ist, dass sie sich Sorgen macht, ist doch irgendwie verständlich. Ja, klar. Das ist doch Billy gerade scheißegal. Ja, deswegen hockt Mahina da ja auch wie ein Häufchen Elend und sieht mittlerweile relativ resigniert kind, aus. Jetzt, ich bin doch schon groß, guck mich doch an. Ich bin auch nicht aus Zucker, sondern aus Zucker. Nein, aber du hast manchmal extrem seltsame Ansichten von dem, was jetzt cool ist und was gerade in der Situation unangebracht ist. Du siehst, wie Billy ihre Augen aufreißt und sagt, anders ist. Hä? Bitte? Komische Ansichten, hä? Ja. Ja. Au. Wir machen uns doch nur Sorgen. Bleib doch einfach für ein paar Tage hier bei uns und dann wirst du in unserer Nähe und dann, wenn es dir besser geht, bringen wir dich nach Hause. Felix holt mich jetzt ab in einer Stunde hier und dann bin ich zu Hause und dann geht's mir besser. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja alle Stunden einen Kontrollanruf machen, ob ich mittlerweile ins Gras gebissen habe oder nicht. Aber es wird nicht garantiert, ich komme durch, alles super. Tut auch pass gar auf nicht mehr weh. Pass auf, Billy, ich kann es nicht einschätzen, wie deine Wunde aussieht oder nicht. Mahina kann das. Wenn Mahina der Meinung ist, dass es notwendig ist, dass jemand auf dich aufpasst, der ein bisschen Ahnung hat, dann wird sie schon wissen, was sie tut, okay? Mahina war schon immer übervorsorglich. Ja, aber auch nicht ohne Grund. Pass auf, Billy, es tut mir saumäßig leid, was da passiert ist, aber du musst jetzt nicht einen auf keine Ahnung was machen, nur weil du irgendwie zu stolz bist, um keine... Ach, was auch immer. Warum muss dir das leid tun?
sie dich auf. Was? Ich ruf zurück. Hä? Ich hab das Gefühl, sie geht nicht ran. Hm? Nachricht. Nimm ab. Nicht am Bauch, sondern am Telefon. Was? Was tut dir leid? Der muss dir überhaupt nichts leid tun, lass mir das gleich mal klarstellen. Da ist was dumm gelaufen, einfach nur. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ich meine, ihr sagt mir ja beide nicht wirklich, was passiert ist. Also jedenfalls, Marina hat gesagt, dass der Typ einfach nur durchgeknallt ist und mir deswegen mal eben ein Küchenmesser bis zum Anschlag in den Rücken gesteckt hat. Aber fuck! Wer hätte das wissen können? Das hätte auf der Straße genauso passieren können, in dem Viertel, wo wir waren. Ich wäre vielleicht halbwegs vergewaltigt worden bei dir um die Ecke, wenn... keine Ahnung was. Der Scheiß passiert einfach, oder? Ich bin noch da, ich bin am Leben, alles wird gut, es tut zwar scheiße weh, aber anscheinend bin ich ja so weit stabil, dass ich nach Hause gelassen werden kann. Der Doc wird mich schon nach Hause lassen, wenn irgendwie noch irgendwelche Bedenken bestehen würden, oder? Unter medizinischer Betreuung, ja genau. Das habe ich so nicht verstanden. Ich kann auch gerne nochmal Olga anrufen, wenn du möchtest. Dann sagt sie dir das auch gerne nochmal. Die mal Olle, selber. Die hat mir schon gar nicht die richtige Menge an Medikamenten gegeben. Die wird dir sonst was erzählen. Die erzählt garantiert irgendwas, was ihr miteinander vorher abgesprochen habt. Pass auf, wenn ihr das wirklich abklären wollt, dann fahr doch einfach nochmal zu deinem Doc. Also zu deinem Doc, der wird dir sicherlich sagen können, was jetzt angebracht ist und was nicht. Das mache ich auch glatt. Das ist eine gute Idee. Sobald Felix da ist mit dem Auto, fahren wir zu meinem Doc. Gut. Soll ich ihm Grüße von dir ausrichten? Ich kenne ihn doch gar nicht. Dr. Ivanovic? Ach so. Nikolai, natürlich. Ja. Dann, ja. Gute Besserung. Danke. Julio liegt auf. Also, Machina, wir warten jetzt bis Felix da ist und dann fahre ich mit ihm zum Doc, wenn du mit willst, da kannst du auch noch mit hin. Und wenn nicht, dann... ja, keine Ahnung. Jetzt mach dir keinen Kopf und mach nicht so ein Gesicht hier. Ich komme mit zu dem Doc und Mahina nickt und Jojo kriegt noch eine Kurznachricht mit einem Danke. Ja. Du bekommst ein Smiley zu. Was ist denn mit der los, wollte ich sagen. Habt ihr mal miteinander geredet, ihr beiden? Mahina schüttelt den Kopf. Nein, sie war aber jeden Tag da. Hat nach dir gesehen. Und ihr habt nicht mal miteinander geredet dann? Mahina schüttelt den Kopf. Warum der Typ mich angegriffen hat, wissen wir auch nicht, oder? Es lag an dem magischen Artefakt, dass wir... was? Da abgeholt haben. Was? Artefakt? What the fuck? Ja, dieses Gefäß hat dazu geführt, dass der Typ durchgedreht ist. Und dann? Hat er dich abgestochen und ich versuche dich da zu retten und... ja. Und? Das war's. Ich glaube, ich war nicht unerfolgreich. Sie versucht sich so ein schräges Grinsen abzuringen. Ja, ganz offensichtlich nicht vollkommen unerfolgreich. Ich bin ja noch da, das hast du gut gemacht. Dank dir doch, verdammt Scheiße. Das ist jetzt auch gar nicht die Frage. Was habt ihr da mit dem Artefakt gemacht? Es ging alles so schnell und das war ganz furchtbar. Wir haben ihn ausschalten müssen. Wie? Also, ich glaube, wenn Jojo ihn nicht... angeschossen hätte, dann hätte er da wer weiß was veranstaltet. Oh, Jojo hat ihn abgeknallt. Ah ja, dann hast du jetzt wenigstens gleich mal in Action gesehen. Die Kleine kann ganz schön... Entschuldigung. Marina guckt auch angemessen begeistert. Passiert euch so öfters? Ich kenne die Kleine jetzt schon... 2 und ein bisschen Jahre. Und da ist mehr dran als an der, als das Auge so sieht. Als
man so denken würde. Und ja, das war nicht das erste Mal. Aber, okay. Aber mach dir mal keine Sorgen. Ich denk, keine Ahnung. Die macht einen scheiß Eindruck momentan auf mich. Ich weiß nicht, ich weiß, dass sie manchmal so ihre Nachwehen von solchen Sachen hat und dann zieht sie um oder weg oder dann ist scheiße auf jeden Fall. Aber ich glaube, da solltet ihr vielleicht die Tage nochmal rumkommen zu mir, dass sobald es mir besser geht, müssen wir uns zusammensetzen und mal reden oder so irgendwas. Was ist denn jetzt mit dem Artefakt passiert zum Schluss? Mein Chef kümmert sich gerade darum, dass es, sagen wir mal, fachgerecht entsorgt wird und keinen Schaden mehr anrichten kann. Okay. Magie in den Händen Unwissender kann viel Unheil anrichten. Ja, anscheinend weißt du ja so Sachen. Du weißt doch, was meine Eltern früher immer gesagt haben. Naja, aber... Ich weiß, man sollte das nicht offen sagen, aber... Ich meine, wir sind ja nun Familie und dass ich einen Bezug zu der Mondin habe, ich denke, das weißt du. Ja. Was das heißt, kann ich dir zwar auch nicht sagen, dass da kenne ich mich ja nun gar nicht aus. Das ist nicht schlimm. Sie hilft dir trotzdem. Na dann, weiß nicht, müssen dann die Tage mal alle per AI uns einklinken oder so irgendwas. Wir können ja bei mir in den Host rein. Oder wir gehen ja nicht los. Erstmal fahren wir zu dem Dog. Ja. Gut. Scheiße, ich dachte, du vergisst das jetzt gleich. Nein, es tut mir leid. Nee. Du bist immer noch so eine Zicke. Nein, ich bin nicht zickig, ich bin hartnäckig. Sie guckt dich so ein bisschen trotzig an, so wie früher. Ja, die linke Augenbraue erhebt sich so und das rechte Auge wird etwas verdunkelt quasi und sie ist einfach nur... Naja, okay. Ich hab dich gerade erst wiedergefunden. Ich lass dich jetzt nicht einfach so wieder ziehen und vor allem nicht, wenn's gefährlich ist und so. Ich hab die ganzen letzten Tage für dich aufgepasst und für dich gebetet und... Also ich, Du gehst mir jetzt hier nicht in der Nachsorge, hopps nur, weil irgendwer nachlässig ist. Da ist keiner nachlässig. Ich piss mich doch nicht selbst ein oder so irgendwas. Nur weil ich jetzt mal da so einen Verband um den Bauch rum hab und halt Schmerzen wie Hulle, aber... Aber du hast noch mehr Schmerzmittel bestellt und wenn er überhaupt keinen von der ganzen Scheiße hat und du pfeifst dir da ein Ding nach dem anderen rein und kollabierst dem da, das checkt der doch gar nicht. Bis der das rafft, bist du tot. Und was mache ich dann? Ich kenne mich da schon aus, was ich verkrafte und was nicht. Ja, das wird und ich kenne mich mit dieser medizinischen Scheiße ein bisschen aus. Und wenn du einen Atemstillstand kriegst, weil du deine Schmerzmittel überdosierst, ist das einfach uncool. Ich überdosiere doch keine Schmerzmittel. Das macht man doch nicht. Ich komme zu dem Doc und dann klären wir das. Und dann gucken wir, wie wir verfahren. Genau. Ich denke, an der Stelle können wir ein bisschen springen, wie heißt der jetzt gleich nochmal? Felix kommt, Felix. Ne? Yep. Ja. Oh, Leute, ne? Habe ich vergessen, wie Felix aussieht? Ich denke ja. Du hast ihn noch nie beschrieben, geschweige denn doch, erläutert. Doch, also für euch, aber schon, aber nicht im Cast, ne? Und ich weiß es echt nicht mehr. Ich meine mich zu erinnern, Felix ist relativ schlaksig, schwarzes Haar. Der ist doch so ein Emo-Stricher im Endeffekt. Na, Emo nicht vom Aussehen her, glaube ich. Das war nicht der Fall. Die White Russian haben nichts gegen Emo-Stricher. Auch nicht gegen die Striche, die Emos hinterlassen. Auf ihren Armen, meinst du, mit der Rasierklinge? Zum Beispiel. Hm. Alter. Musste jetzt nochmal, oder? Wenn du mir so eine Vorlage lieferst, entschuldige bitte. Ich meinte ja auch uns beide. Ach so. Ja, wenn wir die einzigen beiden heute sind, die Spaß haben hier, dann ist das okay. Oder? Ja, das war die Hauptsache. Richtig. Ist immer noch ein Patriarchat hier, aber genau, nein, er ist relativ unscheinbar. Moment. Felix stand's an, er ist unscheinbar, er hat einen relativ tuckigen Gang und irgendjemand wird mir schon sagen, wie das aussehen soll. Nein, er schwingt ziemlich mit den Hüften und dergleichen. Die Gay Hand immer leicht ausgestreckt nach vorne, die rechte Hand. Oh mein Gott, natürlich. Gott. Er schlürft einen Smoothie. Wirft ihn dann
neben den Mülleimer, da seine Wurfkünste offenbar nicht besonders groß sind, obwohl er nur 2 Meter daneben läuft. Kommt auf Billy zu. Sie sitzt im Rollstuhl immer noch, oder? Ach nee, ihr seid ja, im Auto. Ah gut, okay, dann guckt er sich vom Auto um. Ich öffne die... Was ist denn das? Ist das so eine Seitenrolltür? Ja. So. Hey! Hier! Oh, Rollstuhl! Oh, scheiße! Er kommt rein und umarmt dich. Vorsicht, Vorsicht! Au! Ah, sei doch vorsichtig, Mensch. Mahinas Blick spricht Bendis. Ist so dieses, ja, genau das hatte ich erwartet unter der Betreuung, die ich mir gerade nicht für Billy vorstelle. Ja, er bemerkt dich erstmal gar nicht. Er hat einen relativ schuldigen Gesichtsausdruck jetzt drauf. Ach, Foxy. Hm? Das konnte ich nicht machen. Was? Ich muss dir sagen und sie sind 2 Minuten da. Nein, verpiss dich, Alter. Wenn ich hier aus dem Stuhl raus bin, sage ich dir ganz ehrlich, ziehe ich meine Pelzstiefel an und dann trete ich dir in den Arsch, dass das drin stecken bleibt, du Drecksack. Foxy, it's serious, bitch, Mann, du wurdest operiert. Motherfucker, nein, bei dir ist es ja Fatherfucker. Oh nein. Marina guckt völlig verwirrt von einem zum anderen. Oh ja, hier, Felix, das ist Marina. Marina, das ist Felix. Oh, hi. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ganz schnell hier den Schuh machen, weil wenn Valeria kommt und mich hier vorfindet, dann... Dann wird sie sich angemessen kümmern. Mann, was hast du eigentlich? Was denkst du denn? Die wird mich gleich fragen, warum ich sie nicht als erstes angerufen habe. Berechtigterweise. Damit musst du dich jetzt abfinden. Ich meine, was hast du denn gedacht? Natürlich kommt jetzt... Du weißt, ich liebe dich, Bitch. Wirklich. Aber das ging nicht. Ich habe da auch überhaupt keine Ahnung. Und Valeria hat ja auch... Seid ihr nicht übelste Sisters? Ich meine... Das muss sie doch wissen. Ich habe Angst. Hast du mir wenigstens meine Vicodin besorgt? Ja, natürlich. Sekunde. Er wühlt ein bisschen in der Tasche und schmeißt dir eine Packung zu. Großzügig. Sehr großzügig sogar. Was kriegst du, Schätzilein? Erste hat Valeria bezahlt. Oh no! Aber das konnte ich mir überhaupt nicht leisten. Ja, und ohne sie hätte ich auch gar nicht rankommen können. Also so einfach, zumindest so schnell. Aber, weißt du was? Ich werde jetzt auch gehen. Ja klar, verpisst du dich jetzt. Oh. Ich weiß echt nicht, warum du dir Sorgen machst. Ich meine, oh, und da ist sie auch schon. Gut, tschüss. Bitch, falls du irgendwas brauchst, du weißt, ich komm vorbei. Ja, mach ich. Dank dir. Ich besorg dir dann erstmal eine dicke Packung Eis. Also, ich meine Schoko. Eiscreme. Oh, nee. Wir reden da später drüber. Ja, ich denk, übermorgen oder so hab ich mal Zeit und dann komm ich rum. Du kannst mir die Füße waschen und die Fußnägel lackieren, weil ich darf mich nicht vorbeugen. Ich kann dir deine Schuhe klauen, so sieht's aus. Töff, töff, töff. Lass es dir gut gehen. Ja, Stricher, dank dir. Das war unangebracht, Foxy. Tschüss. Gut. Er verzieselt sich. Valeria, fliegender Wechsel. Die Matriarchin kommt. Die Matriarchin kommt. Die Matrioschka. Von der andere. Was man bemerken könnte in dem Viertel, sie hat keine Probleme mit dem sie umgebenden Volk. Nein, im Gegenteil, sie strahlt eine gewisse Autorität aus. Autorität? Aber natürlich. Sie ist ein bisschen wie Boy, nur in Russisch, also in, naja. Du kennst doch das Bild, oder? Ja. Also noch ein bisschen anders. Nee, nicht wie Boy. Boy ist diese grobschlächtige, erdverbundene, ich prügel dich, windelweich, Junge. Und sie ist dieses, fass mich an und ich hetze meine Hunde auf dich, du Wichser. Okay. Eine Herrin quasi. Ja. Marina ja, bleibt erstmal unsichtbar, schweigt und liest. Sie bleibt unsichtbar, okay. Und zückt ihr Buch. Nein, ich verstehe schon. Valeria kommt zielstrebig auf das Auto zu. Steiget hinein.
mustert kurz Billy, sieht sich um. Mit einem Kopfnicken grüßt sie Mahina. Die nickt nur kurz zurück. Foxy. Ja, Wally. Warum hast du mich denn nicht gleich angerufen? Weil ich nicht möchte, dass du dir Sorgen machst. Du glaubst, ich mach mir keine Sorgen, wenn du sowas schweißt. Entschuldige bitte. Wie geht's du dir? Du hast gerade böse geleckt. Fang nochmal bei an, was es sagt, mit Sorgen machen. Dö, besser? Yep. Ja, jetzt musst du noch den Satz wiederfinden, Sekunde. Ich merke noch nicht, was ich sage, das wäre ja schlecht. Du glaubst, ich mach mir keine Sorgen, wenn du mir das verschweigst. Ich hätte es doch sowieso mitbekommen. Und jetzt, wie geht's dir? Mir geht's ganz toll. Sie bedenkt dich mit einem Blick, der, weiß ich nicht, es ist eine Art zynisches Lächeln. Ja, natürlich, es geht dir ganz ausgezeichnet, aber im Ernst ist es eher so, dass... Billy crasht jetzt auch halbwegs, fängt an zu schluchzen und erzählt Valeria, was sie quasi weiß im Sinne von Kisten abholen. Typ hinter der Tür sticht ihr in die Nieren, sie wacht, in die Nieren, sag ich, in die Milz. Milz wird entfernt, 6 Tage später wacht sie auf und ist hier. Oder 8 Tage. Kurz vorm. Okay. Gut, du hast eine angemessene Nachbehandlung erhalten, nehme ich an. Das ist das, worum es gerade geht, wenn ich mich kurz zu Wort melden darf. Ich will doch einfach nur heim. Mahina seufzt kurz. Die behandelnde Ärztin hat sie entlassen mit der Prämisse, dass sie medizinisch weiterhin versorgt wird und nachbetreut wird und nicht alleine bleibt. Und ja. Aha, Foxy, wie schätzt du denn die Lage ein? Ich glaube, brauchst du jemanden? Sorry. Muss ich nicht entschuldigen, um Gottes Willen. Nein, natürlich willst du nach Hause. Um Gottes Willen, wer will dir das nicht? Glaubst du, dass du jemanden brauchst? Keine Ahnung, auf Anruf vielleicht, eventuell, aber normalerweise sollte ich eigentlich zu Hause zurechtkommen. Ich meine, ich kann ja da rumrollern und garantiert werde ich keine Kundschaft momentan haben und auf dem Bett liegen und mir Sachen einwerfen. Das kriege ich doch auch so hin. Und was essen. Gut, wenn du die Lage so einschätzt, dass du das handeln kannst, ja, dann fährst du auf jeden Fall nach Hause. Und wenn du mich anrufst, entweder komme ich selbst oder ich werde sehen, dass ich jemanden schicken kann. Aber wenn ich es einrichten kann, bin ich natürlich sofort da, das ist klar. Mahina guckt kreuzunglücklich. Ey, hier, Valeria Sarah hat doch auch eine Ausbildung was war es denn gleich wieder, was er gemacht hat? Im Pflegeheim hat sie doch gearbeitet. Wenn die einmal am Tag für eine Stunde bei mir vorbeiguckt, dann ist das doch okay, oder? Naja. Ihre Ausbildung im Pflegeheim war hauptsächlich, wie bediene ich die Geräte, die die Alten aus den Betten heben und wie fixiere ich sie, wenn sie Stress machen. Das war kein gutes Pflegeheim. Die hat kaum medizinische Ausbildung. Aber wer würde dich denn nach Hause schicken, wenn du es nicht allein hinkriegen könntest? Genau. Ich meine, der Doc war nicht zu abgefuckt, habe ich jetzt deinen Erzählungen entnommen. Wir wollten jetzt gleich noch zu meinem anderen Doc fahren, mit ihm durchchecken, aber generell habe ich keine Bedenken. Ivanovic wird mir gleich mitteilen, ob alles okay ist oder nicht. Sehr gut. Das klingt alles relativ vernünftig, würde ich sagen. Aber warum... das nächste Mal meldest du dich, sobald du kannst, bei mir? Ist doch klar, was soll das denn? Ich hatte Angst, dass du das nicht magst, was ich für Sachen treib. Oder dass du andere Leute dafür verantwortlich machst, was ich für einen Scheiß getrieben hab. jemand wird bluten. Natürlich wird jemand bluten. Was, wer? Irgendjemand hat offenbar Lust, andere Leute abzustechen. Das finde ich nicht in Ordnung, wenn es dich betrifft. Und deswegen wird jemand sehr stark bluten. Jojo hat sich schon um den Typen gekümmert. Kannst dich bei ihr bedanken.
Die Details kennt Machina. By the way, es tut mir leid, Valeria, aber das ist Machina. Es ist meine Cousine. Sie reißt kurz die Augen auf. Deine Cousine? Ja, und Machina, das ist Valeria, meine Mama. Oh Gottes Willen, nein. Du weißt, wie ich es meine. Ja. Hallo, erstmal. Nochmal, na gut. Okay, also Doc und jemand hat schon geblutet. Das finde ich sehr gut. Das musste sein. Ich werde mich dafür auch bei Jojo nicht bedanken müssen. Das war ihre Pflicht. Und sicherlich hat sie das auch Befriedigung verschafft. Ich weiß nicht. Und zu der Sache... sowas kann auch dort, wo du wohnst, passieren. Gab's nicht vor ein paar Monaten dort auch einen Überfall der Drooks? Ich halte mich aus der Sache normal raus und versuche die Realität mit meiner eigenen Auffassung zu ersetzen. Aha, und das ist vielleicht das Problem. Ich meine, es kann überall passieren. Von daher, ich bin doch nicht wütend, wenn du irgendwas machst und das irgendwie voll in die Hose geht. Das kann passieren. Okay. Und du bist auch kein Kind, das ich dann irgendwie bestrafen müsste oder so. Mensch, es geht Foxy. Nicht um bestrafen, sondern dass du einfach nur dich fragst, wo ich mich rumtreibe und mit was für Leuten und die dann gar nichts damit zu tun haben und dann am Ende die noch ein Problem kriegen, vielleicht, und du denkst, aber das gar nicht so ist. Dein Umgang ist doch dir überlassen, wenn du dich da wohlfühlst und wenn das Richtige ist. Der Einzige, der bluten musste, hat schon geblutet und das natürlich, aber... Aber okay. Ich habe schon von Face gehört, du hast noch nach mehr Schmerzmitteln verlangt. Nach mehr Schmerzmitteln verlangt hat man verstanden und dann der Rest nicht mehr. Fuck, yo, hasse ich Internet. Warum hast du denn heute nicht der türkische Akzent? Weil heute ist scheiße, ist Internet, mach ich lieber Russisch. Okay. Ist auch nicht russisch, aber ist egal, ist scheiße. Okay. So, was wollte ich jetzt genau? Du hast die Medikamente, die du brauchst, außer noch ein bisschen Schmerzmittel da, beziehungsweise dein Doc wird das ja sicher sagen können. Ja, denke ich auf jeden Fall. Was kriegst du denn für die Vicos? Foxy. Danke. Das nennt sich Anstand. Natürlich nennt sich das Anstand, aber du weißt, dass du bei mir da nicht mehr anständig sein musst, hm? Auch wieder wahr. Trotzdem. Es nennt sich dann auch Respekt. Und den habe ich vor dir. Klang fast. Okay. Gut. Den solltest du auch haben. Und du übrigens auch. Zwinkert Machina zu. Die nickt kurz. Scheint aber gedanklich gerade woanders zu sein. Deine Cousine. Interessant. Ja. Ich würde sagen, wir brauchen gar nicht länger rumstehen. Wir fahren jetzt zu deinem Doc. Okay. Du kommst mit? Ich werde nicht mit reinkommen. Das geht mich nichts an. Aber ich meine, da musst du natürlich alleine rein. Aber ich komme auch noch mit bis zu dir nach Hause. Ist doch klar. Okay. Danke. Mach ich fahre doch die ganze Strecke nicht umsonst. Sieht etwas zufrieden aus. Also, Foxy. Weil du gesagt hast, Mutti und ich dir das wirklich, wirklich übel nehme. Ich bleib genau so lange zu Hause, wie du mich mit deiner Gastfreundschaft beglückst, alles klar? Du weißt, dass du bei mir immer willkommen bist. Ja, aber ich weiß auch, wie es ist, wenn man gerade mit sich selbst zu kämpfen hat und dann nicht noch Bock hat, dass da die ganze Zeit einer rumhängt. Deswegen sei ehrlich und schmeiß mich raus, wenn's passt. Immer. Gut. Dann los geht's. Ernsthaft? Das ist der, wir fahren irgendwo hin Song. Naja, gut, okay. Es ist der Original von 1980 Batman. Aber macht ja nichts. Ja, aber deswegen frage ich mich ja was. Na, okay, wir hätten noch was Epischeres finden können. Gut, ihr fahrt zum Doc. Was denn zum Beispiel der Herr der Ringe? Der Imperialmarsch. Nee, den darf ich ja nicht. Ich finde noch irgendwann was. Ihr kommt ja auch beim Doc an, das ist nicht das Problem. Connys Hupen. Auf jeden Fall. Connys Hupen ist super. Ihr kommt an und Valeria würde aussteigen, aber nicht mit reinkommen.
Ich roller dann halt zum den Mahina Muskeln an der fertig. Tür. Ah ja, okay, cool. Yay. Vor der Tür fragt dich Mahina auch, ob sie mit rein kann, soll, darf, weil sie ja auch bei der OP dabei war und bei den Tagen danach und so. Wenn du dich beim Doc zusammenreißt und nicht irgendwie auf seine Augen starrst oder irgendeinen Kommentar ablässt, dann ja. Aber ich stelle dich jetzt schon mal besser drauf ein, dass er ist sehr speziell. Aber er ist der Beste. Du hast keine Ahnung, mit was für Leuten ich zwischenzeitlich unterwegs bin. Ja, ich denke, das kriege ich hin. Okay. Beherrschenprobe. Wie bei Austin Powers. Warte! Egal. Hast du für Austin Powers geguckt? Ich merke Ach, das schon. ich liebe diesen Film. Egal, diese Filme. Macht nichts, weiter geht's. Gut, von Billy wurde offenbar dem paar Muskeln im Gegensatz zu Jojo ein Bild übermittelt. Das heißt, er wird dich anstandslos durchlassen, wird ja auch sagen, oder euch in dem Fall, dass man einfach durchtreten könne, da der Doc gerade keine Kundschaft hätte. Professor Dr. Nikolai Ivanovich, ich liebe diesen Namen, sitzt übrigens an seinem Stuhle und macht irgendwas in der AR und er scheint erregt. Also, Super. Wie erregt? Moment, also, ja, sexuell erregt also, oder? Auf jeden Moment, Fall. Moment, Moment. Er ist aufgeregt und auch ein wenig frustriert. Dann rolle ich doch mal die gute Billy rein. Klopf, klopf, hallo, Doktor. Foxy, Frau Foxy Lady, was ist mit Ihnen passiert? Die Notoperation Milz wurde rausgenommen. Gab da einen kleinen Unfall. Nun, könnten Sie vielleicht etwas präziser werden? Anhand der Mitteilungen, die mir gegeben wurden, ich habe ein circa, wie lang war denn das, so meine Handfläche langes Küchenmesser in meiner Milz stecken gehabt und meine Milz wurde daraufhin fachmännisch oder fachfreudig entfernt. Das ist jetzt ungefähr 6 Tage her. Bin ich noch richtig von der Machina? Bin ich richtig von der Timeline? Inzwischen 8. 8 Tage schon mittlerweile, oh Gott. Ja, Mahina würde den medizinischen Bericht ergänzen durch diverse Details und Informationen, die sie halt von Olga hat. Ja, er würde nach ungefähr 4 Sätzen energisch abwinken. Ja. Ja, diese Teilinformationen immer, dieses Halb. Ja, ich sehe schon, Sie waren nicht in sehr professionellen Händen. Frau Foxy Lady, bitte, bitte, legen Sie doch ab und könnten Sie sich vielleicht für einen kurzen Scan hinlegen? Ich versuche es so gut es geht, entkleide mich und lege mich dann auf, bis auf mein Höschen, weil getackt, hoffe ich, bin ich noch getackt? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Mahina guckt Gott. ein kleines bisschen geknickt, weil, also ich meine, unprofessionelle Versorgung, also entschuldige mal bitte. Arschloch. Sie bleibt aber weiterhin im Raum und beäugt das alles misstrauisch. Sein Blick wirkte da und seine Gestik auch so, wie als hättest du ihm gesagt. Und dann haben wir ein Pflaster genommen und das war draufgeklebt, aber da waren ganz viele bunte Tiere drauf. Und dann haben wir ihr noch eine Aspirin gegeben. Ja, genau so hatte ich mir das gedacht. Penner. Ja, er wird dann den Scan auch durchführen und dabei auch nochmal kundtun, dass sowohl die Naht als auch sämtliches, was da wohl innen getrieben wurde, ne? Irgendwie der Arbeit eines Anfängers entspricht, der das erste Mal einen Patienten auf der Trage hat. Mahinas Blick wird immer grummeliger. Foxy Lady, das tut mir außerordentlich leid, dass sie das in diesen Händen überstehen mussten. Aber es Deswegen ist sind wir ja hier. ja, es das ist sehr gut. Es ist prinzipiell ist es ausreichend. Und Sie können sich vorstellen, ausreichend, wenn Sie nach Schulnoten gehen, wäre das eine 5. Aber es Wäre doch mangelhaft dann.
Gut, dann habe ich mich bezüglich dieser Schulnoten geirrt. In diesen Leistungskategorien war ich selbst leider nicht. Vielleicht war es auch eine 4. Aber wenn man den eigentlichen Wortstamm folgt, es reicht aus. Gut, Sie dürfen sich selbstverständlich wieder ankleiden. Können Sie mir vielleicht die Medikation, die jetzt empfohlen wurde, benennen? Machina? Sie kriegt von den Schmerzdosen 100 Milli... Blub, irgendwie, sie wird da medizinische Angaben machen, das, was ihr gesagt worden ist an Dosierung. Ja, gut. Gut. Ich nehme an, die Auswahl der Medikamente war eher eine preisliche Frage. Bis jetzt wurde ich mit noch keinerlei Preisen versehen. Anscheinend hat sich jemand um die Rechnung gekümmert. Es gibt teilweise gerade im Bereich der Schmerzmittel. Übrigens, ich werde Ihnen nochmal ein wenig Schmerzmittel nachverschreiben oder nachgeben. Das scheint mir absolut unangemessen. Wir haben hier noch so einen Beutel voll mit Zeug, wo ich mich selbst drum gekümmert bin, hab. Einen Beutel voll mit Zeug? Doktor, Foxy Lady, bitte, zeigen Sie das doch her. Ja, bitteschön. Bitte, irgendwelches Zeug, irgendeinen Beutel, bitte, könnten Sie mir das zeigen? Ja, das sind hier, bitteschön, diese Vicodin. Ja, das kann ich nicht verantworten. Das geht nicht. Ich werde Ihnen eine angemessene, diese Medikation war absolut angemessen auf der Schmerzmittelbasis. Ich werde Ihnen eine angemessene Medikation mitgeben. Das ist quasi geradezu meine Pflicht, aber bitte keine Selbstmedikation mit Vicodin an dieser Stelle. Das wäre sehr kontraproduktiv. Okay. In Mahinas Blick mischt sich zum ersten Mal, seitdem wir da sind, Zustimmung in dem, was er sagt. Du brauchst es gar nicht so zu grinsen hier. Ich habe gesagt, der Doc ist der Beste. War doch klar. Ich hab dir gesagt, dass das eine dumme Idee ist, alleine nach Hause zu gehen und sich irgendwelche Dinge in den Kopf zu schmeißen. Ja, ich wollte ja vorher noch zum Doc. Und deswegen sind wir ja hier und damit ich jetzt hier eine ordentliche Behandlung... Nein, dass wir jetzt hier bei dem Doc sitzen, haben wir dem Gespräch zu verdanken, dass du mit einer Freundin geführt hast, die dir ach ja den Kopf gewaschen hat. Bitte, er winkt ab. Also solche Nebensächlichkeiten, jetzt vielleicht können wir das auf später verschieben. Also können Sie das auf später verschieben. Ich will jetzt auch nicht unhöflich sein, aber ich denke, es ist jetzt sinnvoll, zum eigentlichen Gegenstand hier zurückzukommen. Gut. Eins möchte ich noch sagen. Grüße von Jojo an Sie, Doktor. Danke schön, das ja auch etwas, mit dem ich mich beschäftige, aber vielleicht nicht. Gut, ich würde vorschlagen, ich denke, Sie werden irgendwann noch einmal zur fachgerechten Entfernung dieser Narbe kommen, aber das hat durchaus Zeit. Es sieht zumindest erstmal verträglich aus, was da gemacht wurde. Ansonsten ich werde Ihnen dann noch gleich die richtige Medikation geben. Sie werden durchaus sicherlich trotzdem einige Beschwerden haben. Ich hoffe, Sie wurden aufgeklärt, was die Folgen der Entfernung der Milz betreffen. Halbherzig, gut. Ich werde Ihnen, das denke ich, stellt die einfachste Lösung dar, eine Datei geben, eine Audiodatei. Der Vortrag dort geht etwa 10 Minuten, 15 Minuten, beschreibt aber alle Dinge ganz ausgezeichnet und auch für Laien. Okay, sehr schön, danke. Ich muss an der Stelle sagen, ich würde Sie auch gern selbst aufklären. Allerdings neige ich offenbar dazu, Ihnen zum Teil etwas Unverständigen. Für Sie scheint es dann vielleicht Kauderwelsch zu reden und das ist auch kontraproduktiv. Nach Kontrolle würde ich, wenn keine Beschwerden übermäßiger Art auftreten, erstmal aussetzen. Wie gesagt, um die Narbe könnte man sich selbstverständlich noch kümmern. Aber ansonsten ausreichend kann hier gesagt werden.
Was mir noch aufgefallen ist, sie hatten im Blut einige Stoffe, die ich so nicht erwartet habe, die auch der normalen Medikation irgendwie, also die da eigentlich nicht enthalten sein sollten, auch zum Teil pflanzliche Abbauprodukte. Könnten Sie mir darüber etwas sagen? Naja, auf einer Feier haben wir etwas Deep Sea Weed geraucht. Und vom Ephedrin sprechen wir jetzt ja wohl nicht, das habe ich ja sogar von Ihnen bezüglich gegen meine Alps. Nun, ich meinte kein THC, das habe ich nicht festgestellt. Nein, ich meine, sondern Nennstoffe, die wohl in den von Mahina gedingsten Tee drin sind. Oh, also ich kenne das nicht, dann. Das sind die Kräutertees gewesen, die ich dir gegeben habe. Ach, Kräutertees, ja, natürlich, Kräutertees. Gut, mit der jetzt von mir ergänzten Medikation werden Sie die sicherlich nicht benötigen. Aber ja, das ist sehr schön. Das denke ich auch. Ich bin auch generell kein Freund von dieser Hippie-Medizin, aber das gehört jetzt auch nicht an diese Stelle. Mahina zieht eine Augenbraue hoch. Fett. Das Ding ist übrigens, dass er nicht jede Reaktion von Mahina gekonnt ignoriert, sondern er ignoriert sie irgendwie als Objekt. Irgendwie ist sie, außer wenn sie was sagt, kurz, ist sie für ihn anscheinend gar nicht da. So gut. Das ist vielleicht nochmal ein guter Moment für eine Selbstbeherrschung. Wenn dir das nötig erscheint, gern. Moment. Drei Erfolge, du beherrschst dich. Aber ich denke mir nur meinen Teil mit drei Erfolgen, ist das der gedankliche fette Mittelfinger. Fuck you, Arschloch. So gut. Das ist nichts gegen Machina oder gegen dich und dein Charles. Das ist einfach nur gut. Hier, den Doktor spielt. Ja, lach du ruhig. Jetzt wird dir gleich deine nicht vorhandene so schmerzen, dass dir das Lachen gleich vergeht. Die wird sich gleich mal ballen. Okay. Soll ich mich auch ballen? Und ja, diesmal hat mich's gesagt. Yay. Ich hab's beim letzten Mal nicht gesagt, ich hab's geschrieben. Ich wollte euer Spiel nicht unterbrechen. Verzeih, dann soll ich mich auch ballen, passt. Ja, er wird dich dann auch entlassen. Er scheint nicht wirklich besorgt, aber doch betroffen von der Tatsache, dass dir das passiert ist. Ach genau, dann am Ende, als du schon fast durch die Tür bist wieder. Entschuldigen Sie bitte, ich bin mit meinen Gedanken teils doch woanders. Jojo, Grüße, gut. Könnte ich Sie vielleicht noch einmal kurz allein sprechen, Frau Foxy Lady? Ja, sicher. Das habe ich gerade leider nicht verstanden. Ja, sicher. Okay. Mahina dreht sich um, ich gehe schon mal vor und gehe zu Valeria. Dank dir. Ja, danken können Sie vielleicht später noch. Bei der Operation selbst dürfte kein Schaden entstanden sein, der Ihre ganz spezielle Veranlagung beeinträchtigt. Ich muss Ihnen aber dringend davon abraten, überstürzt den Verlust der Niere durch irgendwelche Implantate auf rein technischer Natur ausgleichen zu wollen. Nachzüchten auch nicht? Outgame, wenn ich gerade Niere gesagt habe, meinte ich natürlich Milz. Gut. Ich schneide das raus. Wusste nicht. Ich werde sowieso immer wieder Niere sagen, das passt schon. Aber egal. Nachzüchten ist selbstverständlich eine sehr kostenintensive und auch nicht einfache Möglichkeit, die dann aber natürlich funktioniert. Sie können auch ein Typ 0 Organ erwerben, quasi, oder Typ O. Ich bin mir der Bezeichnung nie ganz klar. Das dürfte auch absolut keine Probleme geben, aber es gibt einige Implantate, die Funktionsweise der Milz quasi ersetzen, und davon muss ich Ihnen dringend abraten, da ich glaube, dass es das bioelektrische Feld Ihres Körpers stark beeinträchtigen könnte. Okay, das nehme ich mir sehr stark zu Herzen. Ich muss Ihnen auch leider mitteilen, dass ich selbst nicht in der Lage bin, irgendetwas nachzuzüchten. Das erwarten einige Kunden von mir darüber. Ich verfüge nur rudimentärst über das Wissen und in keinster Weise über die nötigen Gegenstände, das durchzuführen.
Ich verlasse mich da vollkommen auf Ihre Expertise und weiß auch, dass Sie mir, soweit es möglich ist, mit Rat und Tat zur Seite stehen oder dann auch entsprechende Fachleute vielleicht sogar empfehlen könnten. Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich werde das versuchen. Ich kenne einige sehr vielversprechende Talente auch in der Stadt. Leider viele davon, also in Ihrem Fall leider viele davon, die auch auf dem legalen oder im legalen Sektor operieren. Die meisten, die das auf in einem illegalen Sektor betreiben, muss ich mindestens als stümperhaft bezeichnen. Verstehe. Ja, ich werde Sie auf jeden Fall konsultieren, bevor ich da irgendwelche Schritte einleiten werde. Aber momentan wird es wohl eher an den Kosten scheitern, was mich darauf bringt, was ich Ihnen jetzt schuldig bin für die Untersuchung, Doc. Lassen Sie mich das kurz durchrechnen. Einfache Beratung, Schmerzmittel. Ich denke, da Sie es sind, würde ich sagen, dass wir das mit 75 abhaken können. Das waren 75 Nyen jetzt. Ja. Outgame, wie viel habe ich Jojo letztes Mal bezahlen lassen? Nix? Nee, sie hat aber ja auch nichts gekriegt, also sie Ach hat stimmt, ja die hat fünf nichts Minuten mit gemacht. dem geredet und hat ihn angeschrien und er wollte sie nur loswerden, deswegen war es nichts. Ja, okay, passt. Nee, er hat sie zugesülzt und sie wollte dann irgendwann, wollte ihn loswerden. Und ist dann Passt. gegangen. In dem Fall hätte ich dich was, egal. Passt gut. Also 75 ist klar, passt. Gut, also dann würde er auch Billy freundlichst verabschieden, auch wenn er ihr keine Kekse zum Mitnehmen jetzt anbieten kann, da das sicherlich nicht ihrem Wunsch entspricht, diese zu genießen. Nicht wirklich. Tee wird er ja auch nicht mitgeben, sonst kommt die Ahne noch auf die Idee, ihr wieder irgendwelchen Kräuterscheiß zu geben. Tee ist Getränk, keine Medikation. Ah, genau, und dann würde er dich auch herzlich verabschieden. Also für ihn herzlich. Das heißt, er würde dir sehr herzlich die Hand darreichen. Ich herzlichst reiche die Hand auch zurück, natürlich. Wie macht man so ein Outro des? Also ich weiß, du fasst ja immer noch mal schön zusammen aus Spielerperspektive, was da so war, aber das kann ich ja nicht, ich bin ja kein Spieler. Das, was denn los? Bist du jetzt traurig und willst nicht mehr mit mir reden, weil, oder mit den Zuschauern reden, weil ich Billy kaputt gemacht habe? Bäh. Oh, das, Alter, du machst mich runter, obwohl ich gar nicht da bin, das finde ich nicht okay. Weißt du was, Billy ist die nächste, die mache ich noch mal kaputt, Alter. Mann, ich krieg ja Plack. Okay, diesmal keine Zusammenfassung des Spielabends, das ist halt irgendwie sich zu fein. Gut, soll er. Dann weiß ich auch nicht, ich bin kein Grußmensch, deswegen gibt's hier keine Grüße, aber ich finde trotzdem, ihr solltet bei Snowcat mal reingucken und ein bisschen lesen. Ihr solltet unbedingt ein bisschen Plüschgranate hören, die haben jetzt, ich glaube, das habt ihr schon gesagt, die haben jetzt irgendwie bei der dritten Staffel die vierte Folge hochgeladen und Hidden Grid gibt's immer auch ganz viel tolles Zeug. Hört mal Englisch, ich meine, ne, bildet euch weiter, seid mal klug, Kinder. Und ansonsten, Musik ist wie immer von Kremlkrauts, ganz tolle Band. Sollte man sich auch mal reinzwirbeln. Komm, sind ja auch in Deutschland als einziges sehr aktiv. Vielleicht gehst du ja mal zu einem Konzert. Das fände ich auch super. Und ansonsten, Creative Common License Gequatsche da. Wenn du irgendwas von uns verwenden willst, dann überleg dir erstmal, was in deinem Leben schief läuft, dass du das irgendwie in Betracht ziehst. Dann gehst du zu einem Psychologen. Wenn du das dann immer noch willst, such dir einen anderen Psychologen oder nimm irgendwelche entsprechenden Psychopharmaka. Und wenn du das dann immer noch willst, ja, dann mach gern, wir freuen uns. Zeig uns, was du getrieben hast. Und sag vielleicht, dass es von uns ist, aber vielleicht nicht von mir. Ich habe damit ja eigentlich nichts zu tun. So, das war's und wir sehen uns nächste Folge wieder.